Grauen des Krieges. Heute wie damals Geißel der Menschheit. Die Waffen der Moderne sind computergesteuerte Hightech-Geräte. Doch warum werden ganz normale Männer zu Massenmördern, auch an Zivilisten? Soldaten sind dafür da, dass sie Gewalt gebrauchen. Und sie werden auch dafür ausgebildet und sie betrachten das auch als ihre Aufgabe. Warum wird in jedem Krieg auch Jagd auf Frauen und Kinder gemacht? Mordbereitschaft im Krieg. Auch diejenigen ins Visier zu nehmen, die keine Kombattanten sind. Diese Bereitschaft, diese Brutalisierung, diese Selbstbrutalisierung hat sehr, sehr viele Ursachen. 1941 überfielen die Deutschen die Sowjetunion. Es kam zu bestialischen Verbrechen. Was setzt bei Soldaten Mordlust frei? Sehr viele Menschen haben einen sehr großen Spaß daran, Gewalt anzuwenden, das zu tun. Vor allem Frauen werden Opfer solcher Exzesse. Sexuelle Gewalt wurde Mitte des 20. Jahrhunderts als normaler, quasi unvermeidlicher Teil des Krieges gesehen. Im Krieg bricht das Dunkelste im Menschen hervor. Extreme Gewalt gegen Zivilbevölkerung, extreme Gewalt gegen Gegner, Exzesse oder ritualisierte Gewalt, alles dieses findet in allen modernen Kriegen statt. Dennoch gibt es ihn bis heute, den Mythos vom sauberen Krieg. Am 27. August kommt Hitler zu einem Truppenbesuch in die Ukraine. In der Nähe der blutig eroberten Stadt Uman ist ein Feldflughafen errichtet worden. Hier wird der Diktator begeistert begrüßt. Trotz der bisher erlittenen hohen Anzahl von Verlusten und Verwundeten feiern die Wehrmachtssoldaten ihren Führer noch immer frenetisch. Moskau ist nur noch 400 Kilometer entfernt. Die Soldaten sind überzeugt, dass der Krieg schon bald gewonnen sein wird. Auch der italienische Diktator Benito Mussolini ist angereist, um sich persönlich vom Fortgang des Feldzugs zu überzeugen, an dem auch seine Truppen beteiligt sind. Hitler teilt dem überraschten Mussolini mit, dass der Vormarsch auf Moskau zurzeit keine Priorität mehr habe. Hitler war jemand, der besessen war von Symbolen. Und für ihn war es wichtig, Leningrad als die Wiege des Bolschewismus zu zerstören. Er meinte, wenn ihm das gelänge, würde die Sowjetunion alle Hoffnung verlieren. Aber vielleicht hatte er auch eine abergläubische Furcht, denselben Weg zu gehen wie Napoleon, so als müsse er dem Fluch der Geschichte entgehen, selbst in einer Art napoleonischen Rückzug vor Moskau zu scheitern. All das spielte eine Rolle. Aber die meisten werden mit mir übereinstimmen, dass er damit einen kapitalen Fehler machte. Am 8. September schließt sich der Belagerungsring um die Stadt und ihre 3,3 Millionen Einwohner. Alle Versorgungslinien sind abgeschnitten. Eines der perfidesten Kriegsverbrechen der Wehrmacht nimmt seinen Anfang. An sich ist es ja militärisch nichts Ungewöhnliches, eine Stadt zu belagern und zur Aufgabe zu zwingen durch die Belagerung. Aber bei Leningrad war es doch anders, grundsätzlich anders. Da die Belagerung Leningrads nicht primär das Ziel hatte, die Stadt zur Übergabe zu zwingen, sondern das primäre Ziel war es, die Bevölkerung dieser Stadt physisch zu vernichten. Entweder durch Aushungerung oder durch Vertreibung aus der Stadt in unwirtliche Gegenden, wo sie dann auch verhungert wären oder umgekommen wären. Also das war schon eine ganz andere Dimension. Das Belagerungsziel war ein genuin verbrecherisches und kein bestimmt genuin militärisches. Wie
Wiederholt wirft die deutsche Luftwaffe Brandbomben über der Stadt ab. Trotz frühzeitiger Rationierung der Lebensmittel leidet bald ein Großteil der Bevölkerung Hunger. Tonnenweise Mehl und Zucker verbrennen. Wochen später wird die süße Erde, in der der geschmolzene Zucker versickert ist, zu hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft. Auch an der Südfront kommt es zu schweren Kriegsverbrechen durch die Deutschen. Im Kampf um die ukrainische Hauptstadt Kiew hat die Rote Armee in verschiedenen Gebäuden Sprengsätze angebracht. Die Explosionen lösen einen Großbrand aus, der rasch um sich greift und erst nach Tagen gelöscht werden kann. Mehrere hundert Wehrmachtsangehörige kommen bei den Bränden ums Leben. Nationalistische Ukrainer hatten die Deutschen als Befreier willkommen geheißen. Nun fordern sie zusammen mit Offizieren von Wehrmacht und SS Vergeltung für die Anschläge der Bolschewisten. Ins Visier der Truppen geraten nun die jüdischen Zivilisten, vor allem Alte, Frauen und Kinder. Die Wehrmacht hat nachweislich vor allem auf höherer Ebene mit den Einsatzgruppen und den Sonderkommandos der SS kooperiert. Die 6. Armee in Kiew organisierte zum Beispiel den Abtransport der Juden nach Babi Yar zu den Massenerschießungen dort. Diesbezüglich gab es sehr enge Beziehungen zwischen den Hauptquartieren der Armee und der SS. Generalfeldmarschall Walter von Reichenau forciert die Aktion persönlich und bittet um radikales Vorgehen. Unter dem Vorwand der Evakuierung werden die Juden aus der Stadt gebracht. Am 29. und 30. September 1941 ermordet eine Einsatzgruppe der SS in der Schlucht Babi Yar 33.771 Menschen binnen 36 Stunden systematisch mit Maschinenpistolen. Die Wehrmacht sichert den Erschießungsort ab und sprengt nach dem Massaker Teile der Schluchtwände, um die Leichenberge für immer zu begraben. Nach dem Blutbad lobt die Einsatzgruppe C in einem Bericht ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Wehrmacht. Bekannt sind diese verbrecherischen Befehle zunächst nur im ganz kleinen Kreise gewesen, auf der obersten Führung. Dort sind sie ja auch mit der SS abgesprochen worden. Dort wurde die Zusammenarbeit organisiert. Und da lässt sich eben in der Vorbereitungsphase zeigen, dass man in der Heeresführung auch hier Illusionen nachhing und glaubte, gewissermaßen eine Arbeitsteilung organisieren zu können. Das schmutzige Geschäft der SS zu überlassen und sich selber auf den sogenannten Waffenkrieg konzentrieren zu können. Eine Mitschuld bezieht sich aber nicht nur auf die Wehrmachtführung, die entsprechende Vereinbarung trifft mit der SS und ihre Schuld, ihren Anteil zunächst verdrängt. Es ist auch die Masse der Wehrmachtssoldaten, die nicht frei bleibt von Schuld, von persönlicher, direkter Schuld oder eben von Mittäterschaft oder Mitwisserschaft. Die meisten Wehrmachtsgenerale fühlen sich für die Verbrechen nicht verantwortlich. Die Verantwortungslosigkeit wird von den oberen Rängen an die unteren Offiziere weitergereicht. Auch für die Kriegsgefangenen fühlt sich niemand zuständig. 3 Millionen sowjetische Soldaten gehen in den ersten Monaten des Feldzugs in Gefangenschaft. In provisorischen Lagern zusammengepfercht sterben die meisten an Hunger oder Krankheiten. Wer als Jude oder Politkommissar identifiziert wird, wird in Vernichtungslager deportiert und dort getötet. Wer überlebt, wird nach Deutschland gebracht zur Zwangsarbeit. Der Tod der sowjetischen Kriegsgefangenen ist natürlich eines der größten Verbrechen überhaupt der Kriegsgeschichte. Man nimmt an etwa 3 Millionen Tote. Und man muss ja da auch immer bedenken, diese Leute sind ja sehr oft nicht schnell gestorben, sondern das langsame Verhungern, das ist ja ein ganz, ganz grausamer Tod. Das Interessante ist auch da, wenn man zunächst mal die Befehlslage anschaut vor dem 22. Juni, die ist eigentlich auch sehr allgemein gehalten und zum Teil sagt man auch noch, wir wollen eigentlich, dass das herrschende Kriegsvölkerrecht angewandt wird. Zum Teil ist es dann auch noch in der Praxis so, die Leute werden namentlich erfasst,
Die werden auch teilweise sogar noch geimpft. Aber das ist dann am Anfang schon so, dass es an der Basis wird es sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Also gibt es Lager, wo so gehandelt wird wie im Westfeldzug, aber es gibt auch schon sehr grausame Lager. Und dann ist es eigentlich so, in dem Moment, wo die Deutschen merken, das Unternehmen kippt, also ab Herbst 1941, da werden dann praktisch die sowjetischen Kriegsgefangenen als die schwächste Gruppe an das Ende der Nahrungskette gedrängt. Und das hat natürlich dann katastrophale Folgen. Also bis Frühjahr 1942 sind halt schon 2 Millionen Menschen tot. Es war natürlich von Anfang an klar, wenn ich eine Armee besiegen will, die in Kriegsstärke etwa 5 Millionen Mann hat, dass man dann Millionen Kriegsgefangene haben werde. Es war klar, aus politischen Gründen wollte man sie nicht ins Reichsgebiet haben. Sie sollten im besetzten Gebiet bleiben. Man hat keine Lager für sie vorbereitet, man hat keine Verpflegung für sie bereitstellen wollen. Denn die Einschätzung ist ja gewesen, bereits bei der Planung, wir müssen, um den schnellen Vormarsch zu befördern, den Vorrang auf Treibstoff und Munition setzen. Wir können den Nachschub nicht übermäßig mit Verpflegung belasten. Das heißt, die Truppe muss aus dem Lande leben, wie es so heißt. Und wenn dabei zig Millionen verhungern im Lande, und das betrifft in erster Linie natürlich die Kriegsgefangenen, dann bedeutet das, dass man den Hungertod von Millionen Gefangenen billigend in Kauf nimmt. Nicht nur an Hunger und Durst sterben die sowjetischen Soldaten. Vielfach fallen sie Seuchen wie Fleckfieber und Typhus zum Opfer, die in den Lagern unkontrolliert grassieren. Die deutschen Kommandanten unternehmen nichts dagegen. Bis Kriegsende werden etwa 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene sterben. In den Lagern sind die Menschen der Willkür ihrer Aufseher auf Leben und Tod ausgeliefert. Es hängt davon ab, ob der Kommandant eines Kriegsgefangenenlagers, also nun, solche Fälle gab es ihm auch, dafür Sorge getroffen hat, dass aus den umliegenden Dörfern heraus die Gefangenen versorgt werden, oder ob er sich im schlichtweg nicht drum gekümmert hat. Ob er allein gelassen wurde mit dem Auftrag, 20.000 Gefangene nach hinten abzuführen und das mit vielleicht 20 Mann Bewachung. Und deshalb jeder, der zurückblieb, dann erschossen wurde, weil man ja nicht zulassen konnte. Aus diesem Blickwinkel, dass die Kriegsgefangenen irgendwo untertauchen. Und so entwickelt sich eine Radikalisierung aufgrund eben der Verantwortungslosigkeit der höheren Führung, die Soldaten und Offiziere im Grunde genommen damit allein lässt, und einer Propaganda, die eben durchaus zu dieser Enthemmung beiträgt. In zahlreichen Lagern gebärden sich die deutschen Aufseher wie sadistische Herrenmenschen. Der Kommandant eines Lagers präsentiert Besuchern eine Gruppe Neuankömmlinge. Die Gefangenen müssen die Willkür der Wachen über sich ergehen lassen und sich unter der Knute ihrer Peiniger erniedrigen. Systematisch werden alle Arbeitsfähigen erfasst und verzeichnet. Bei ihrer Registrierung werden nicht nur die Fingerabdrücke der Kriegsgefangenen genommen, sie müssen sich auch in aller Öffentlichkeit komplett entkleiden. Die Beschnittenen unter ihnen werden unverzüglich als Juden identifiziert und deportiert. Auch die Essensausgabe erfolgt nach der Willkür der peitschenbewehrten Wachen. Prügel und schwere Misshandlungen sind an der Tagesordnung. Solche Zustände sind kein Einzelfall. Einige Soldaten lassen sich von ihren Kameraden dabei fotografieren, wie sie die ihnen ausgelieferten Gefangenen misshandeln, wie im Stammgefangenenlager 319 im ostpolnischen Chelm. Das war mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Kamera eingesetzt wurde, um sich ein Bild der eigenen Eroberung zu machen.
Man findet auch häufiger Fotos, wo ein deutscher Wehrmachtssoldat neben einem Kriegsgefangenen dasteht und diesen Kriegsgefangenen vorführt wie eine Trophäe. Also dieses Vorführen, dieses wirklich sich demonstrieren oder auch von Toten mit diesem Hintersinn, der tut mir nichts mehr. Deshalb fotografiere ich ihn sozusagen wie so ein Amulett. Denn es gibt ja diesen Ausdruck dieser Brieftaschenfotos, eben, dass man sich immer sehr wundert, dass diese Soldaten neben den Fotos ihrer Mütter, Kinder, Ehefrauen und so weiter, also den persönlichen Fotos, auch solche Kriegsfotos, und zwar oft Hängungen, Erschießungen, direkt daneben hatten. Das wurde zum Teil immer wieder erklärt damit, dass es so einen Amulettcharakter hat. Also dieses tut mir hier nichts mehr. Ich bin der Siegreiche, ich habe hier überlebt und so etwas. Das spielt eine große Rolle im demonstrativen Wahrnehmen und das für sich selbst fotografieren und damit aufbewahren, damit man das für sich als Erinnerung festhält. Trophäen spielen im Krieg und in der Gewalt immer eine sehr große Rolle, weil man etwas davon festhalten oder belegen möchte, auch dass man siegreich gewesen ist. Auch Gefühle von Überlegenheit lassen sich natürlich toll damit dokumentieren, dass man Menschen in fürchterliche Situationen bringt und sie zu einem Überfluss noch fotografiert. Also jede Situation extremer Gewalt öffnet einen Raum zum Handeln, der in normalen Situationen nicht gegeben ist. Und je nachdem, wie die Leute nun gestrickt sind oder wie die Gruppenkultur ist, werden diese gewaltoffenen Räume anders ausgenutzt. Da kann man dann, wie bei Abu Ghraib, als geistig nicht besonders gut ausgestattete junge Frau großen Gefallen darin finden, Männer den entsetzlichsten Situationen auszusetzen. Man kann sich dabei von einem eigenen Freund filmen lassen und das irgendwie womöglich sexy finden, also auch eine sexuelle Auswertung solcher Situationen haben. Als 2003 US-Truppen im Irak einmarschierten, glaubte man an einen schnellen Sieg. Ein Jahr später ist kein Ende der Kämpfe in Sicht. 40.000 Zivilisten und mehr als 2.000 GIs sind bereits tot. Als die Folterfotos aus dem Gefängnis von Abu Ghraib auftauchen, scheint es, als seien die amerikanischen Soldaten über Nacht zu Sadisten geworden. Das ist ja die eigentlich spannende Frage, wenn wir über extreme Gewalt sprechen. An welcher Stelle fällt ein Soldat tatsächlich außer Rolle und an welcher macht er nur das, von dem er glaubt, dass es von ihm erwartet wird? Und da wird ja die Frage spannend. Also wenn man über Exzesstaten spricht, wenn man über Gewalthandlungen spricht, die eindeutig etwas jetzt mit dem persönlichen Spaß oder Vergnügen der Soldaten oder Täter im Rahmen von Einsatzgruppenmorden oder sowas spricht, dann hat man eine andere Fragestellung, als wenn man über Gewalt im Krieg spricht. Gewalt im Krieg ist aus meiner Sicht nicht erklärungsbedürftig. Im Sommer 1941 besucht SS-Chef Heinrich Himmler ein Lager mit sowjetischen Kriegsgefangenen bei Minsk. Hinter der Front ermorden die Einsatzgruppen der SS weiter hunderttausende jüdische Männer, Frauen und Kinder. Himmler plant zudem die Deportation aller europäischen Juden nach Osten. Im Herbst 1941 werden die ersten Häftlinge des Lagers Auschwitz vergast. Da hineingewoben in diese Sicherungspolitik, dieses riesige Gebiet, für das man nicht genügend Polizeikräfte hat, dadurch zu sichern, dass man Angst und Schrecken verbreitet, da hinein ist nun auch die Entscheidung Hitlers verwoben, diesen Krieg zu nutzen, um eben eine, wie es in der Sprache der Nazis heißt, Endlösung der Judenfrage zu organisieren, indem man zunächst also die jüdischen Männer einer bestimmten Altersgruppe ermordet als vermeintliche Träger eines möglichen Partisanenkrieges von Widerstand und dann eine Radikalisierung, die dann stattgefunden hat im August, September, wo dann eben auch Frauen und Kinder systematisch ermordet worden sind und wo diese ganze furchtbare Spirale des Holocaust dann in Gang kommt.
Die Wehrmacht beteiligt sich an den Grausamkeiten der deutschen Mordkommandos. Es gab zahlreiche Beispiele von Soldaten, die freiwillig an solchen Exekutionen teilgenommen haben. Fast wie bei einer Art Urlaubsausflug. Sie machten Fotos und bildeten eine Zuschauermenge. In dieser Hinsicht war die Teilhabe der Wehrmacht an den Kriegsverbrechen von beträchtlichem Ausmaß. Am 2. Juli 1941 hat die deutsche Wehrmacht die Ortschaft Zlotschow in der westlichen Ukraine besetzt. Zwei Tage später beginnen ukrainische Nationalisten einen Pogrom gegen die dort ansässigen Juden. Unter den Augen des deutschen Stadtkommandanten ermordet der Mob innerhalb von drei Tagen tausende Menschen. An den Massakern beteiligen sich Soldaten der Waffen-SS und der Wehrmacht. Andere bleiben Zuschauer. Niemand bleibt unschuldig. Dieses ganze Unternehmen Barbarossa ist ja ein arbeitsteiliger Prozess. Also das sagt schon mal sehr, sehr viel aus. Weil die deutsche Führung, die vertraut ja eigentlich nicht der Wehrmacht. Also das heißt, sie versuchen auch den Völkermord eigentlich outzusourcen, eben an die SS und an die Polizei. Dann ist es aber natürlich so, es gibt natürlich Schnittstellen zwischen der Wehrmacht und diesen Himmlers Mordkommandos. Und da sind es vor allem die Truppen in den rückwärtigen Gebieten. Also da gibt es immer wieder so Brennpunkte. Das sind die Kriegsgefangenenlager, die Ortskommandanturen, die Sicherungsdivisionen, aber auch die höheren Stäbe. Also da, die haben eigentlich am meisten Anteil am Völkermord. Die Wehrmacht gibt den Einsatzgruppen freie Hand. Die Oberbefehlshaber akzeptieren das Morden, unterstützen es teilweise auch noch aktiv und geben auf jeden Fall logistische und administrative Rückendeckung. Und dann können eigentlich diese kleinen Kommandos können tun, was sie wollen. Die Realität war, dass die Wehrmacht von den Massenerschießungen unmittelbar hinter der Front natürlich von vornherein wusste, dass sie von den Einsatzgruppen und von der Polizei, von den Polizeikräften zum Teil sehr eingehend und ausführlich informiert worden ist und dass ohne Hilfe des Heeres, ohne Mithilfe der Wehrmacht diese Massenmorde überhaupt nicht hätten durchgeführt werden können. Es gibt so unzählige, viele Nachweise und Belege dafür, dass die Wehrmacht vor allen Dingen logistisch, vor allen Dingen organisatorisch am Judenmord schon in den ersten Monaten beteiligt war. Dass es über diese Frage überhaupt gar keine andere Meinung geben kann, als die, dass alle nachträglichen Beteuerungen in das Reich der Fabel verwiesen werden müssen. Am 18. Juli 1941 erreichen die ersten deutschen Einheiten Vinica. In den folgenden Tagen besetzt die Wehrmacht die Stadt. Auch in Vinica kommt es zu Pogromen und Massenerschießungen mit Unterstützung der Wehrmacht. Bereits in den ersten Monaten der Besatzung werden in der Ukraine nach Schätzungen 850.000 Juden ermordet. Ganz normale Männer werden zu Massenmördern. Es kann eine wahnsinnige Verlockung geben, Dinge zu tun, die unter normalen Verhältnissen mit Gefängnis bestraft würden. Also es ist sowas wie ein Eskapismus, mal auszuprobieren, wie sowas geht. Der Philosoph Günther Anders hat mal von der Chance der unbestraften Unmenschlichkeit gesprochen. Und ich glaube, dass das sehr zutreffend ist. Und in solchen Situationen, Krieg, vielleicht auch so etwas wie eine eigene sehr hohe Gewaltbereitschaft, Gruppensituation und eine Einladung. Kommen Sie doch mal mit, wir erschießen heute welche, wenn Sie Lust haben, können Sie mitmachen. Ergreifen Männer diese
Gelegenheit. Und das tun nicht alle, Gott sei Dank. Es berichten auch die allermeisten nur aus zweiter Hand davon. Wobei man natürlich schwer entscheiden kann, von heute aus haben sie jetzt selber mitgeschossen oder erzählen sie das tatsächlich so. Aber selbst wenn sie mitgeschossen haben und es so erzählen, gibt es immer noch einen Hinweis darauf, dass das Mitschießen an sich keine allgemeine und von allen gebilligte Handlung gewesen wäre. Überall in den rückwärtigen Gebieten unterstützt die Wehrmacht das Morden der Einsatzgruppen und der ihnen zur Seite gestellten Polizeibataillone. Nicht nur Juden werden ermordet. Auch politische Gegner, Roma und Sinti und anderes im Nazi-Jargon lebensunwertes Leben. Menschen sind ohne weiteres in der Lage, dem, was sie tun, Sinn beizulegen. Insbesondere bei Aufgaben, von denen sie glauben, dass sie die erfüllen müssen, die aber ihrem eigenen zutiefst menschlichen Selbstgefühl widersprechen. Aus den Ermittlungsakten eines Reservepolizeibataillons aus Hamburg kennt man ein Zitat, wo jemand im Rahmen einer Ermittlung sagt, ich habe mich stets bemüht und es war mir möglich, nur Kinder zu erschießen. Und als Begründung anfügt, dass er mit seinem Kameraden die Abmachung hatte, dass der nur die Mütter erschießt, sodass er sich sagen konnte, dass er die Kinder gewissermaßen erlöst, da sie ja ohne ihre Mütter nicht mehr überlebensfähig waren. Das heißt, er glaubt, dass er mit dieser Geschichte gut wegkommt. Und das glaubt er deswegen, weil er ja nicht einfach nur als Maschine gehandelt hat auf Befehl, sondern er hat diese Zwangssituation für sich so ausgelegt, dass er noch besser getötet hat, in einem moralischen Sinne, besser getötet hat als diejenigen, die nur den Befehlen gefolgt sind. Immer wieder morden die Soldaten auf Befehl. Bei Valjevo etwa wird angeordnet, für einen verwundeten Soldaten eine Gruppe von 50 willkürlich ausgewählten Zivilisten zu erschießen. Über das erlebte Grauen sprechen die Soldaten nicht. Stolz auf errungene Siege versichern sich die Männer gegenseitig ihrer Stärke. Diese Gruppe ist, wenn wir jetzt über Soldaten sprechen, nicht nur eine beliebige Anzahl von Menschen, mit denen man dieses oder jenes austauschen kann, sondern die ist in der Kampfsituation auch eine Gruppe, von deren Funktionieren mein eigenes Überleben abhängig ist und das Leben der anderen von meinem Funktionieren abhängig ist. Insofern spielt die Gruppe eine unglaublich große Rolle für das, was Leute in solchen Situationen tun und wofür sie sich vor allem entscheiden. So betrachtet ist es schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand sagt, ich mache nicht mit, jenseits des formalen Zwanges, weil ein Soldat ist erstmal nicht darauf verpflichtet, seinen eigenen Entscheidungen zu folgen, sondern zunächst mal zu gehorchen. Aber dann haben sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man etwas tut, was man unter anderen Umständen aus freien Stücken niemals getan hätte. Das heißt, sich am Töten beteiligen. Und wir müssen auch hier unterscheiden, ist es dann sich beteiligen am Töten wehrloser Menschen oder ist es das professionelle Töten, was militärisch vollkommen unhinterfragbar ist, also in einer Gefechtssituation. Das sind nochmal ganz unterschiedliche Dinge. Die letzten Skrupel der Soldaten sind bereits vor Beginn des Feldzuges ausgeräumt worden. Im Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet Barbarossa heißt es, für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht gegen feindliche Zivilpersonen begehen, besteht kein Verfolgungszwang. Damit sind die Soldaten faktisch von allen Bindungen an Völkerrechtsnormen befreit. Vor allem bei Hausdurchsuchungen nutzen die Soldaten ihre unumschränkte Machtposition aus. Generalfeldmarschall Günther von Kluge sieht sich zu einem ausdrücklichen Befehl zur Aufrechterhaltung der Manneszucht veranlasst. Grund dafür ist die massenhafte Zunahme von Vergewaltigungen durch deutsche Soldaten. Grundsätzlich ist es ja so, dass solche gewaltoffenen Situationen, die Krieg immer bedeutet, man hat andere Handlungsmöglichkeiten, man hat andere Machtverhältnisse, man hat andere Möglichkeiten, die eigenen Interessen durchzusetzen, dass das immer eine Verlockung, eine Herausforderung für die Einzelnen ist. Man kann das vielleicht am deutlichsten an den Vergewaltigungen sehen. Vergewaltigungen sind keine militärischen Handlungen. Und schon gar nicht sind Vergewaltigungen
Vergewaltigung von Zwangsarbeiterinnen militärischer Handlungen. Sie werden aber in großer Zahl begangen, und zwar einfach nur deswegen, weil die Gelegenheit dafür vorhanden ist und man ungestraft solche Dinge tun kann. Besonders gefährdet sind die Soldatinnen der Roten Armee. Sie werden von den deutschen Soldaten nicht als reguläre Kriegsgegner behandelt, sondern mit einer Mischung aus Angst und sexueller Gier betrachtet. Geraten sie in Kriegsgefangenschaft, sind die oft abfällig als Flintenweiber bezeichneten Frauen den deutschen Truppen völlig ausgeliefert. Jede dritte dokumentierte Vergewaltigung ist eine Gruppentat. Sexuelle Folter und Vergewaltigung war ein integraler Bestandteil des Krieges. Das heißt, wir finden in jedem Stadium des Kriegs und der Besatzung Belege für sexuelle Gewalttaten. Also in der Phase der Eroberung, während der Besatzungszeit, im Partisanenkampf und in den Rückzugsgefechten. Und man weiß heute, dass die allermeisten Fälle von sexuellen Gewalttaten überhaupt gar nicht zur Anzeige gekommen sind. Also die wurden nicht als Verbrechen angesehen. Es gab kein gesellschaftliches Einverständnis darüber, dass es ein Verbrechen war. Nur in Fällen, in denen es besondere Brutalität gab zum Beispiel oder in denen den Soldaten Disziplinlosigkeit nachgewiesen wurde oder nachgesagt worden ist. Nur in solchen Fällen kam sexuelle Gewalt Taten überhaupt zur Anzeige. Selbst wenn sexuelle Gewalttaten zur Anzeige kamen und letztlich zum Beispiel auch vor ein Wehrmachtsgericht kamen, also es war durchaus so, dass der Straftatbestand im zeitgenössischen Sprachgebrauch Notzucht vor den Wehrmachtsgerichten verhandelt wurde, selbst wenn das passierte, mussten die Soldaten nicht fürchten, eine hohe Strafe zu erhalten. Die meisten Fälle werden nicht angezeigt. Häufig werden die Opfer nach der Vergewaltigung ermordet. Dennoch kommt es teils zu einvernehmlichen Kontakten zwischen Wehrmachtssoldaten und einheimischen Frauen. Oft halten sich die Männer Wochen oder Monate lang am selben Ort auf und werden in Privathäusern einquartiert. Viele Frauen erhoffen sich von den Besatzern die Versorgung mit Lebensmitteln, den Schutz ihrer Familie oder schlicht Sicherheit vor einer Vergewaltigung durch andere Soldaten. Die Grenzen zwischen einvernehmlichen Verhältnissen und sexuellem Tauschhandel sind oft fließend. Generell gehen die Soldaten davon aus, dass sie eigentlich als Männer und insbesondere als Soldaten die quasi totale Verfügungsgewalt über die Frauen des Feindes haben. Dass die Frauen des Feindes im Falle der Eroberung eben auch eine Beute sind, eine zugestandene Beute, dass das quasi ganz normal ist. Also wenn ein Befehlshaber so etwas sagt wie alles, was wir in diesem Dorf finden, was wir jetzt erobern, um es etwas lax auszudrücken, alles, was wir hier finden, gehört euch, dann gehören die Frauen quasi automatisch dazu. Immer häufiger geschieht es in diesem Krieg, dass Soldaten Gefallen an der Zerstörung finden, ohne Mitleid mit den hingemetzelten Zivilisten, die ihnen zum Opfer fallen. Ein Oberleutnant der Luftwaffe berichtet, es ist mein Bedürfnis geworden, Bomben zu werfen. Das prickelt einem ordentlich. Das ist ein feines Gefühl. Das ist ebenso schön, wie einen abzuschießen. Das Töten wird zum Spaß. Wir haben sehr viele Erzählungen darüber, dass Gewalt um ihrer selbst willen ausgeübt wird und die Sprecher mit großer Begeisterung ihre Erzählungen damit kommentieren. Das hat Spaß gemacht, das war ein Mordspaß, das war ein Heidenspaß und so weiter. Also große Freude dabei. Wobei man allerdings sehr stark differenzieren muss, je nachdem, um welche Waffengattung es sich handelt. Luftwaffenpiloten und Schützen haben zum Teil großen Spaß daran, einfach deswegen, weil die sehr
sehr tolle Maschinen haben und mit großer Begeisterung auch von diesen Einsätzen erzählen. Und weil die Resultate dessen, was sie tun, auch direkt sichtbar sind. Fliehende Menschen, Gruppen, in die sie reinschießen, Bomben, die sie werfen, wo sie das Resultat von oben sehen können. All solche Dinge schildern die mit großer Begeisterung. Vergleichbare Begeisterungs- und Spaßerzählungen gibt es bei der Marine sehr viel weniger und beim Heer noch viel weniger, was einfach daran liegt, dass die Perspektive auf den Krieg eine völlig andere ist. Und ihre Schilderungen des Mordens, die nun wirklich haarsträubend und abstoßend sind, unterscheiden sich von der Optik fast nicht von modernen Computerspielen, wo Leute auch hingemäht werden. Und man hat den Eindruck, dass der Technikgebrauch und die Technikfaszination und auch die Wucht dessen, was man tun kann, sehr viel dazu beitragen, dass dieses Spaßempfinden da ist. Das Oberkommando hält die Truppen ausdrücklich zu solchen Grausamkeiten an. In einem Erlass vom Oktober 1941 verlangt Generalfeldmarschall Reichenau von den Soldaten, sich nicht als reguläre Kämpfer zu sehen, sondern als unerbittliche Rächer. Sicherlich ist die Empathie mit Opfern in der Zivilbevölkerung extrem gering ausgeprägt. Extrem gering. Also wir finden im Grunde genommen so gut wie gar keine Äußerung des Mitleids, sondern ganz im Gegenteil werden die Ziele desto attraktiver, je spektakulärer sie werden. Also wenn begeistert davon erzählt wird, dass man Radfahrer oder Mütter mit Kinderwagen abgeschossen hat, dann merkt man schon, dass irgendwie Opfer und deren Gefühle oder deren Leiden im Horizont von Soldaten keine besondere Rolle spielen. Auch mehr als 60 Jahre später, im Irakkrieg, hat es Beispiele für eine solche Haltung gegeben. WikiLeaks hat ein streng geheimes Video vom 12. Juli 2007 veröffentlicht. US-Kampfhubschrauber beobachten aus mehreren Kilometern Entfernung mit ihren Spezialkameras eine Gruppe mutmaßlicher Aufständischer. Zwischen den Aufständischen bewegen sich auch zwei Journalisten. Einer ist Said Kmerk, Mitarbeiter der Presseagentur Reuters. Der zweite Reporter, Namir Nur Eldin. Seine vermeintliche Waffe ist ein Fotoapparat. Roger that. We have no personnel east of our position, so you are free to engage. Over. All right, we'll be engaging. Einige der Männer am Boden sind mit Schnellfeuergewehren und Panzerfäusten bewaffnet. Für die US-Piloten ein klares und legitimes Ziel. Noch im Fallen drückt Fotograf Namir auf den Auslöser seiner Kamera und macht die letzte Aufnahme seines Lebens. Reuters Kollege Said überlebt die ersten Schüsse. Wer von wo geschossen hat, wissen nur die Angreifer. Für die Piloten des Kampfhubschraubers Apache spielt sich der Krieg zumeist in einer entfernten und virtuellen Welt ab. Die Ziele werden aus großer Distanz erfasst. Das Prinzip nennt sich Fire and Forget, Schießen und Vergessen. Aus dem Cockpit betrachtet ist der Tod schwarz-weiß. Nach dem Angriff versucht der Reuters-Journalist Said, anscheinend schwer verletzt, sich in Sicherheit zu bringen. Eine offensichtliche Gefahr geht von ihm nicht aus. Yeah, Roger.
Während Said um sein Leben kämpft, warten die Piloten in sicherer Entfernung auf eine weitere Schussgelegenheit. Plötzlich biegt ein Minibus um die Ecke. Personen eilen dem Verletzten zu Hilfe. Die Helfer hören die Kampfhubschrauber nicht. Auf den Vordersitzen im Wagen und nicht zu erkennen, die Kinder Sayat und Duaha. Ihr Vater wollte sie eigentlich wie jeden Tag in die Schule fahren. Come on, let us shoot. A Bushmaster, Crazy Horse 1A. We're taking him. Bushmaster, Crazy Horse 1A. It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the bodies. Fuck. Request permission to engage. Bushmaster 7, roger. This is Bushmaster 7, roger, engage. 1A, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. Mehrere hundert Schuss später sind die Jagdszenen beendet. Die US-Soldaten beglückwünschen sich. Die amerikanischen Angreifer sind sich ihrer Sache sicher. Was vorher richtig schien, der Angriff auf Bewaffnete, kann jetzt nicht falsch sein. Es ist die kalte Logik des modernen Krieges. Eine Logik, die zivile Opfer als Kollateralschäden verhöhnt. Doch dann schaut einer der Hightech-Krieger genauer hin. Nach wenigen Minuten trifft eine amerikanische Bodenpatrouille ein. Die Vermutung wird zur schrecklichen Gewissheit. Sofort bergen die Marines eines der verletzten Kinder. Es ist die damals fünfjährige Duaha. Sie hat Splitter im Kopf und im Bauch. Der Vater ist tot. Mehrere Kugeln haben ihn getroffen. Sayat, den Zehnjährigen, entdecken die Soldaten auf dem Rücksitz. Der Junge ist mit Glas- und Splitterwunden übersät. Im Falle der Bekämpfung von Aufständischen im Irak ist es schlicht und ergreifend so, dass die Aufgabe von Hubschrauberbesatzungen in der Tat genau das ist, Aufständische zu bekämpfen. Das ist ihr Job. Das Problem besteht darin, wer ist ein Aufständischer? Ja? Und wenn nun Personen unten auf der Straße irgendwelche Handlungen begehen, die nur annähernd danach aussehen, als seien das irgendwelche Aufständischen oder Terroristen oder wie es immer heißt, dann wird sich die Optik der Soldaten immer darauf einstellen, genau diesen Verdacht zu bestätigen. Das heißt, wenn dann jemand nur einen Stock in der Hand hat, sieht es von oben so aus, als hätte er ein Gewehr in der Hand. Wenn sich Leute versammeln, sieht es so aus, als würden sie gemeinschaftlich etwas planen. Wenn sie hinter einer Hausecke verschwinden und durch die Videooptik nicht mehr sichtbar sind, sind sie nicht einfach verschwunden, sondern sie haben sich versteckt. Das heißt, durch die Wahrnehmung kommt eins zum anderen. Es ist ein sich selbst bestätigender Prozess. Und aus Menschen, die fünf Minuten vorher harmlose Passanten gewesen sind, sind fünf Minuten nachher mit Sicherheit Aufständische gewesen. Und dann werden sie, gemäß der Aufgabe, die die Besatzungen haben, abgeschossen. Und wenn sie dann abgeschossen sind oder jemand versucht zu fliehen, dann ist er halt jemand, der versucht zu entkommen. Das ist jetzt keiner, dem man helfen sollte. Oder wenn Personen kommen und versuchen, erste Hilfe zu leisten, dann sind das Unterstützer der Aufständischen und müssen auch erschossen werden. Das ist eine fatale Logik der Gewalt, die sich dort abspult. Und in der Optik derjenigen, die das machen, muss man sagen, sie sind selbst Teil dieser Logik der Gewalt, weil eine Wahrnehmung und Interpretation bestätigt die nächste Wahrnehmung und Interpretation und sie sind sich alle einig über das, was sie dort sehen. Es kommt sehr selten vor aus den Dokumenten, die wir so kennen, dass jemand sagt, Augenblick mal.
Ja, dieses Augenblick mal als entscheidende Intervention kommt in Gruppensituationen extrem selten vor. Wie sehr Menschen im Krieg abstumpfen, wird am Ende des Videos sichtbar. Der Leichnam von Namir, dem Fotografen, wird von einem US-Fahrzeug überrollt. Es ist echt. Es ist ein Albtraum. Es ist Krieg. Jüdischen Zivilisten, vor allem alte Frauen und Kinder. Die Wehrmacht hat nachweislich vor allem auf höherer Ebene mit den Einsatzgruppen und den Sonderkommandos der SS kooperiert. Die 6. Armee in Kiew organisierte zum Beispiel den Abtransport der Juden nach Babi Yar zu den Massenerschießungen dort. Diesbezüglich gab es sehr enge Beziehungen zwischen den Hauptquartieren der Armee und der SS. Generalfeldmarschall Walter von Reichenau forciert die Aktion persönlich und bittet um radikales Vorgehen. Unter dem Vorwand der Evakuierung werden die Juden aus der Stadt gebracht. Am 29. und 30. September 1941 ermordet eine Einsatzgruppe der SS in der Schlucht Babi Yar 33.771 Menschen binnen 36 Stunden systematisch mit Maschinenpistolen. Die Wehrmacht sichert den Erschießungsort ab und sprengt nach dem Massaker Teile der Schluchtwände, um die Leichenberge für immer zu begraben. Nach dem Blutbad lobt die Einsatzgruppe C in einem Bericht ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Wehrmacht. Bekannt sind diese verbrecherischen Befehle zunächst nur im ganz kleinen Kreise gewesen, auf der obersten Führung. Dort sind sie ja auch mit der SS abgesprochen worden. Dort wurde die Zusammenarbeit organisiert. Und da lässt sich eben in der Vorbereitungsphase zeigen, dass man in der Heeresführung auch hier Illusionen nachhing und glaubte, gewissermaßen eine Arbeitsteilung organisieren zu können. Das schmutzige Geschäft der SS zu überlassen und sich selber auf den sogenannten Waffenkrieg konzentrieren zu können. Eine Mitschuld bezieht sich aber nicht nur auf die Wehrmachtführung, die entsprechende Vereinbarung trifft mit der SS und ihre Schuld, ihren Anteil zunächst verdrängt. Es ist auch die Masse der Wehrmachtssoldaten, die nicht frei bleibt von Schuld, von persönlicher, direkter Schuld oder eben von Mittäterschaft oder Mitwisserschaft. Die meisten Wehrmachtsgenerale fühlen sich für die Verbrechen nicht verantwortlich. Die Verantwortungslosigkeit wird von den oberen Rängen an die unteren Offiziere weitergereicht. Auch für die Kriegsgefangenen fühlt sich niemand zuständig. 3 Millionen sowjetische Soldaten gehen in den ersten Monaten des Feldzugs in Gefangenschaft. In provisorischen Lagern zusammengepfercht, sterben die meisten an Hunger oder Krankheiten. Wer als Jude oder Politkommissar identifiziert wird, wird in Vernichtungslager deportiert und dort getötet. Wer überlebt, wird nach Deutschland gebracht, zur Zwangsarbeit. Der Tod der sowjetischen Kriegsgefangenen ist natürlich eines der größten Verbrechen überhaupt der Kriegsgeschichte. Man nimmt an etwa 3 Millionen Tote. Und man muss ja da auch immer bedenken, diese Leute sind ja sehr oft nicht schnell gestorben, sondern das langsame Verhungern, das ist ja ein ganz, ganz grausamer Tod. Das Interessante ist auch da, wenn man zunächst mal die Befehlslage anschaut vor dem 22. Juni, die ist eigentlich auch sehr allgemein gehalten und zum Teil sagt man auch noch, wir wollen eigentlich, dass das herrschende Kriegsvölkerrecht angewandt wird. Zum Teil ist es dann auch noch in der Praxis so, die Leute werden namentlich erfasst, die werden auch teilweise sogar noch geimpft. Aber das ist dann am Anfang schon so, dass es an der Basis wird es sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Also gibt es Lager, wo so gehandelt wird wie im Westfeldzug, aber es gibt auch schon sehr grausame Lager. Und dann ist es eigentlich so, in dem Moment, wo die Deutschen merken, das Unternehmen kippt, also ab Herbst 1941, da werden dann praktisch die sowjetischen Kriegsgefangenen als die schwächste Gruppe an das Ende der Nahrungskette gedrängt. Und das hat natürlich dann katastrophale Folgen. Also bis Frühjahr 1942 sind halt schon 2 Millionen Menschen tot.
Es war natürlich von Anfang an klar, wenn ich eine Armee besiegen will, die in Kriegsstärke etwa 5 Millionen Mann hat, dass man dann Millionen Kriegsgefangene haben werde. Es war klar, aus politischen Gründen wollte man sie nicht ins Reichsgebiet haben. Sie sollten im besetzten Gebiet bleiben. Man hat keine Lager für sie vorbereitet, man hat keine Verpflegung für sie bereitstellen wollen. Denn die Einschätzung ist ja gewesen, bereits bei der Planung, wir müssen, um den schnellen Vormarsch zu befördern, den Vorrang auf Treibstoff und Munition setzen. Wir können den Nachschub nicht mit übermäßig mit Verpflegung belasten. Das heißt, die Truppe muss aus dem Lande leben, wie es so heißt. Und wenn dabei zig Millionen verhungern im Lande, und das betrifft in erster Linie natürlich die Kriegsgefangenen, dann bedeutet das, dass man den Hungertod von Millionen Gefangenen billigend in Kauf nimmt. Nicht nur an Hunger und Durst sterben die sowjetischen Soldaten. Vielfach fallen sie Seuchen wie Fleckfieber und Typhus zum Opfer, die in den Lagern unkontrolliert grassieren. Die deutschen Kommandanten unternehmen nichts dagegen. Bis Kriegsende werden etwa 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene sterben. In den Lagern sind die Menschen der Willkür ihrer Aufseher auf Leben und Tod ausgeliefert. Es hängt davon ab, ob der Kommandant eines Kriegsgefangenenlagers, also nun, solche Fälle gab es ihm auch, dafür Sorge getroffen hat, dass aus den umliegenden Dörfern heraus die Gefangenen versorgt werden, oder ob er sich im schlichtweg nicht drum gekümmert hat. Ob er allein gelassen wurde mit dem Auftrag, 20.000 Gefangene nach hinten abzuführen und das mit vielleicht 20 Mann Bewachung. Und deshalb jeder, der zurückblieb, dann erschossen wurde, weil man ja nicht zulassen konnte. Aus diesem Blickwinkel, dass die Kriegsgefangenen irgendwo untertauchen. Und so entwickelt sich ein... Insbesondere bei Aufgaben, von denen sie glauben, dass sie die erfüllen müssen, die aber ihrem eigenen zutiefst menschlichen Selbstgefühl widersprechen. Aus den Ermittlungsakten eines Reservepolizeibataillons aus Hamburg kennt man ein Zitat, wo jemand im Rahmen einer Ermittlung sagt, ich habe mich stets bemüht und es war mir möglich, nur Kinder zu erschießen. Und als Begründung anfügt, dass er mit seinem Kameraden die Abmachung hatte, dass der nur die Mütter erschießt, sodass er sich sagen konnte, dass er die Kinder gewissermaßen erlöst, da sie ja ohne ihre Mütter nicht mehr überlebensfähig waren. Das heißt, er glaubt, dass er mit dieser Geschichte gut wegkommt. Und das glaubt er deswegen, weil er ja nicht einfach nur als Maschine gehandelt hat auf Befehl, sondern er hat diese Zwangssituation für sich so ausgelegt, dass er noch besser getötet hat, in einem moralischen Sinne, besser getötet hat als diejenigen, die nur den Befehlen gefolgt sind. Immer wieder morden die Soldaten auf Befehl. Bei Valjevo etwa wird angeordnet, für einen verwundeten Soldaten eine Gruppe von 50 willkürlich ausgewählten Zivilisten zu erschießen. Über das erlebte Grauen sprechen die Soldaten nicht. Stolz auf errungene Siege versichern sich die Männer gegenseitig ihrer Stärke. Diese Gruppe ist, wenn wir jetzt über Soldaten sprechen, nicht nur eine beliebige Anzahl von Menschen, mit denen man dieses oder jenes austauschen kann, sondern die ist in der Kampfsituation auch eine Gruppe, von deren Funktionieren mein eigenes Überleben abhängig ist und das Leben der anderen von meinem Funktionieren abhängig ist. Insofern spielt die Gruppe eine unglaublich große Rolle für das, was Leute in solchen Situationen tun und wofür sie sich vor allem entscheiden. So betrachtet ist es schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand sagt, ich mache nicht mit, jenseits des formalen Zwanges, weil ein Soldat ist erstmal nicht darauf verpflichtet, seinen eigenen Entscheidungen zu folgen, sondern zunächst mal zu gehorchen. Aber dann haben sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man etwas tut, was man unter anderen Umständen aus freien Stücken niemals getan hätte. Das heißt, sich am Töten beteiligen. Und wir müssen auch hier unterscheiden, ist es dann sich beteiligen am Töten wehrloser Menschen oder ist es das professionelle Töten, was militärisch vollkommen unhinterfragbar ist, also in einer Gefechtssituation. Das sind nochmal ganz unterschiedliche Dinge. Die letzten Skrupel der Soldaten sind bereits vor Beginn des Feldzuges ausgeräumt worden. Im Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet Barbarossa heißt es, für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht gegen feindliche Zivilpersonen begehen, besteht kein Verfolgungszwang. Damit sind die Soldaten faktisch von allen Bindungen an Völkerrechtsnormen befreit.
Vor allem bei Hausdurchsuchungen nutzen die Soldaten ihre unumschränkte Machtposition aus. Generalfeldmarschall Günther von Kluge sieht sich zu einem ausdrücklichen Befehl zur Aufrechterhaltung der Manneszucht veranlasst. Grund dafür ist die massenhafte Zunahme von Vergewaltigungen durch deutsche Soldaten. Grundsätzlich ist es ja so, dass solche gewaltoffenen Situationen, die Krieg immer bedeutet, man hat andere Handlungsmöglichkeiten, man hat andere Machtverhältnisse, man hat andere Möglichkeiten, die eigenen Interessen durchzusetzen, dass das immer eine Verlockung, eine Herausforderung für die Einzelnen ist. Man kann das vielleicht am deutlichsten an den Vergewaltigungen sehen. Vergewaltigungen sind keine militärischen Handlungen. Und schon gar nicht sind Vergewaltigungen von Zwangsarbeiterinnen militärische Handlungen. Sie werden aber in großer Zahl begangen. Und zwar einfach nur deswegen, weil die Gelegenheit dafür vorhanden ist und man ungestraft solche Dinge tun kann. Besonders gefährdet sind die Soldatinnen der Roten Armee. Sie werden von den deutschen Soldaten nicht als reguläre Kriegsgegner behandelt, sondern mit einer Mischung aus Angst und sexueller Gier betrachtet. Geraten sie in Kriegsgefangenschaft, sind die oft abfällig als Flintenweiber bezeichneten Frauen den deutschen Truppen völlig ausgeliefert. Jede dritte dokumentierte Vergewaltigung ist eine Gruppentat. Sexuelle Folter und Vergewaltigung war ein integraler Bestandteil des Krieges. Das heißt, wir finden in jedem Stadium des Kriegs und der Besatzung Belege für sexuelle Gewalttaten. Also in der Phase der Eroberung, während der Besatzungszeit, im Partisanenkampf und in den Rückzugsgefechten. Und man weiß heute, dass die allermeisten Fälle von sexuellen Gewalttaten überhaupt gar nicht zur Anzeige gekommen sind. Also die wurden nicht als Verbrechen angesehen. Es gab kein gesellschaftliches Einverständnis darüber, dass es ein Verbrechen war. Nur in Fällen, in denen es besondere Brutalität gab zum Beispiel oder in denen den Soldaten Disziplinlosigkeit nachgewiesen wurde oder nachgesagt worden ist. Nur in solchen Fällen kamen sexuelle Gewalttaten überhaupt zur Anzeige. Selbst wenn sexuelle Gewalttaten zur Anzeige kamen und letztlich zum Beispiel auch vor ein Wehrmachtsgericht kamen, also es war durchaus so, dass der Straftatbestand im zeitgenössischen Sprachgebrauch Notzucht vor den Wehrmachtsgerichten verhandelt wurde, selbst wenn das passierte, mussten die Soldaten nicht fürchten, eine hohe Strafe zu erhalten. Die meisten Fälle werden nicht angezeigt. Häufig werden die Opfer nach der Vergewaltigung ermordet. Dennoch kommt es teils zu einvernehmlich. Riesige Gebiet, für das man nicht genügend Polizeikräfte hat, dadurch zu sichern, dass man Angst und Schrecken verbreitet. Da hinein ist nun auch die Entscheidung Hitlers verwoben, diesen Krieg zu nutzen, um eben eine, wie es in der Sprache der Nazis heißt, Endlösung der Judenfrage zu organisieren, indem man zunächst also die jüdischen Männer einer bestimmten Altersgruppe ermordet als vermeintliche Träger eines möglichen Partisanenkrieges von Widerstand und dann eine Radikalisierung, die dann stattgefunden hat im August, September, wo dann eben auch Frauen und Kinder systematisch ermordet worden sind und wo diese ganze furchtbare Spirale des Holocaust dann in Gang kommt. Die Wehrmacht beteiligt sich an den Grausamkeiten der deutschen Mordkommandos. Es gab zahlreiche Beispiele von Soldaten, die freiwillig an solchen Exekutionen teilgenommen haben. Fast wie bei einer Art Urlaubsausflug. Sie machten Fotos und bildeten eine Zuschauermenge. In dieser Hinsicht war die Teilhabe der Wehrmacht an den Kriegsverbrechen von beträchtlichem Ausmaß. Am 2. Juli 1941 hat die deutsche Wehrmacht die Ortschaft Zlotschow in der westlichen Ukraine besetzt. Zwei Tage später beginnen ukrainische Nationalisten einen Pogrom gegen die dort ansässigen Juden.
Unter den Augen des deutschen Stadtkommandanten ermordet der Mob innerhalb von 3 Tagen tausende Menschen. An den Massakern beteiligen sich Soldaten der Waffen-SS und der Wehrmacht. Andere bleiben Zuschauer. Niemand bleibt unschuldig. Dieses ganze Unternehmen Barbarossa ist ja ein arbeitsteiliger Prozess. Also das sagt schon mal sehr, sehr viel aus. Weil die deutsche Führung, die vertraut ja eigentlich nicht der Wehrmacht. Also das heißt, sie versuchen auch den Völkermord eigentlich outzusourcen, eben an die SS und an die Polizei. Dann ist es aber natürlich so, es gibt natürlich Schnittstellen zwischen der Wehrmacht und diesen Himmlers Mordkommandos. Und da sind es vor allem die Truppen in den rückwärtigen Gebieten. Also da gibt es immer wieder so Brennpunkte. Das sind die Kriegsgefangenenlager, die Ortskommandanturen, die Sicherungsdivisionen, aber auch die höheren Stäbe. Also da, die haben eigentlich am meisten Anteil am Völkermord. Die Wehrmacht gibt den Einsatzgruppen freie Hand. Die Oberbefehlshaber akzeptieren das Morden, unterstützen es teilweise auch noch aktiv und geben auf jeden Fall logistische und administrative Rückendeckung. Und dann können eigentlich diese kleinen Kommandos können tun, was sie wollen. Die Realität war, dass die Wehrmacht von den Massenerschießungen unmittelbar hinter der Front natürlich von vornherein wusste, dass sie von den Einsatzgruppen und von der Polizei, von den Polizeikräften zum Teil sehr eingehend und ausführlich informiert worden ist und dass ohne Hilfe des Heeres, ohne Mithilfe der Wehrmacht diese Massenmorde überhaupt nicht hätten durchgeführt werden können. Es gibt so unzählige, viele Nachweise und Belege dafür, dass die Wehrmacht vor allen Dingen logistisch, vor allen Dingen organisatorisch am Judenmord schon in den ersten Monaten beteiligt war. Dass es über diese Frage überhaupt gar keine andere Meinung geben kann, als die, dass alle nachträglichen Beteuerungen in das Reich der Fabel verwiesen werden müssen. Am 18. Juli 1941 erreichen die ersten deutschen Einheiten Vinica. In den folgenden Tagen besetzt die Wehrmacht die Stadt. Auch in Vinica kommt es zu Pogromen und Massenerschießungen mit Unterstützung der Wehrmacht. Bereits in den ersten Monaten der Besatzung werden in der Ukraine nach Schätzungen 850.000 Juden ermordet. Ganz normale Männer werden zu Massenmördern. Es kann eine wahnsinnige Verlockung geben, Dinge zu tun, die unter normalen Verhältnissen mit Gefängnis bestraft würden. Also es ist sowas wie ein Eskapismus, mal auszuprobieren, wie sowas geht. Der Philosoph Günther Anders hat mal von der Chance der unbestraften Unmenschlichkeit gesprochen. Und ich glaube, dass das sehr zutreffend ist. Und in solchen Situationen, Krieg, vielleicht auch so etwas wie eine eigene sehr hohe Gewaltbereitschaft, Gruppensituation und eine Einladung. Kommen Sie doch mal mit, wir erschießen heute welche, wenn Sie Lust haben, können Sie mitmachen. Ergreifen Männer diese Gelegenheit. Und das tun nicht alle, Gott sei Dank. Es berichten auch die allermeisten nur aus zweiter Hand davon. Wobei man natürlich schwer entscheiden kann, von heute aus haben sie jetzt selber mitgeschossen oder erzählen sie das tatsächlich so. Aber selbst wenn sie mitgeschossen haben und das so erzählen, gibt es immerhin noch einen Hinweis darauf, dass das Mitschießen an sich keine allgemeine und von allen gebilligte Handlung gewesen wäre. Überall in den rückwärtigen Gebieten unterstützt die Wehrmacht das Morden der Einsatzgruppen und der ihnen zur Seite gestellten Polizeibataillone. Nicht nur Juden werden ermordet. Auch politische Gegner, Roma und Sinti und anderes im Nazi-Jargon lebensunwertes Leben. Menschen sind ohne weiteres in der Lage, dem, was sie tun, Sinn beizulegen. Das Grauen des Krieges. Heute wie damals Geißel der Menschheit. Die Waffen der Moderne sind computergesteuerte Hightech-Geräte. Doch warum werden ganz normale Männer zu Massenmördern, auch an Zivilisten? Soldaten sind dafür da, dass sie Gewalt gebrauchen. Und sie werden auch dafür ausgebildet und sie betrachten das auch als ihre Aufgabe.
Warum wird in jedem Krieg auch Jagd auf Frauen und Kinder gemacht? Mordbereitschaft im Krieg. Auch diejenigen ins Visier zu nehmen, die keine Kombattanten sind. Diese Bereitschaft, diese Brutalisierung, diese Selbstbrutalisierung hat sehr, sehr viele Ursachen. 1941 überfielen die Deutschen die Sowjetunion. Es kam zu bestialischen Verbrechen. Was setzt bei Soldaten Mordlust frei? Sehr viele Menschen haben einen sehr großen Spaß daran, Gewalt anzuwenden, das zu tun. Vor allem Frauen werden Opfer solcher Exzesse. Sexuelle Gewalt wurde Mitte des 20. Jahrhunderts als normaler, quasi unvermeidlicher Teil des Krieges gesehen. Im Krieg bricht das Dunkelste im Menschen hervor. Extreme Gewalt gegen Zivilbevölkerung, extreme Gewalt gegen Gegner, Exzesse oder ritualisierte Gewalt, alles dieses findet in allen modernen Kriegen statt. Dennoch gibt es ihn bis heute, den Mythos vom sauberen Krieg. Die 1941. Am 27. August kommt Hitler zu einem Truppenbesuch in die Ukraine. In der Nähe der blutig eroberten Stadt Uman ist ein Feldflughafen errichtet worden. Hier wird der Diktator begeistert begrüßt. Trotz der bisher erlittenen hohen Anzahl von Verlusten und Verwundeten feiern die Wehrmachtssoldaten ihren Führer noch immer frenetisch. Moskau ist nur noch 400 Kilometer entfernt. Die Soldaten sind überzeugt, dass der Krieg schon bald gewonnen sein wird. Auch der italienische Diktator Benito Mussolini ist angereist, um sich persönlich vom Fortgang des Feldzugs zu überzeugen, an dem auch seine Truppen beteiligt sind. Hitler teilt dem überraschten Mussolini mit, dass der Vormarsch auf Moskau zurzeit keine Priorität mehr habe. Hitler war jemand, der besessen war von Symbolen. Und für ihn war es wichtig, Leningrad als die Wiege des Bolschewismus zu zerstören. Er meinte, wenn ihm das gelänge, würde die Sowjetunion alle Hoffnung verlieren. Aber vielleicht hat er auch eine abergläubische Furcht, denselben Weg zu gehen wie Napoleon, so als müsse er dem Fluch der Geschichte entgehen, selbst in einer Art napoleonischen Rückzug vor Moskau zu scheitern. All das spielte eine Rolle. Aber die meisten werden mit mir übereinstimmen, dass er damit einen kapitalen Fehler machte. Am 8. September schließt sich der Belagerungsring um die Stadt und ihre 3,3 Millionen Einwohner. Alle Versorgungslinien sind abgeschnitten. Eines der perfidesten Kriegsverbrechen der Wehrmacht nimmt seinen Anfang. An sich ist es ja militärisch nichts Ungewöhnliches, eine Stadt zu belagern und zur Aufgabe zu zwingen durch die Belagerung. Aber bei Leningrad war es doch anders, grundsätzlich anders, da die Belagerung Leningrads nicht primär das Ziel hatte, die Stadt zur Übergabe zu zwingen, sondern das primäre Ziel war es, die Bevölkerung dieser Stadt physisch zu vernichten. Entweder durch Aushungerung oder durch Vertreibung aus der Stadt in unwirtliche Gegenden, wo sie dann auch verhungert wären oder umgekommen wären. Also das war schon eine ganz andere Dimension. Das Belagerungsziel war ein genuin verbrecherisches und kein bestimmt genuin militärisches. Wiederholt wirft die deutsche Luftwaffe Brandbomben über der Stadt ab. Trotz frühzeitiger Rationierung der Lebensmittel leidet bald ein Großteil der Bevölkerung Hunger. Tonnenweise Mehl und Zucker verbrennen. Wochen später wird die süße Erde, in der der geschmolzene Zucker versickert ist, zu hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft.
Auch an der Südfront kommt es zu schweren Kriegsverbrechen durch die Deutschen. Im Kampf um die ukrainische Hauptstadt Kiew hat die Rote Armee in verschiedenen Gebäuden Sprengsätze angebracht. Die Explosionen lösen einen Großbrand aus, der rasch um sich greift und erst nach Tagen gelöscht werden kann. Mehrere hundert Wehrmachtsangehörige kommen bei den Bränden ums Leben. Nationalistische Ukrainer hatten die Deutschen als Befreier willkommen geheißen. Nun fordern sie zusammen mit Offizieren von Wehrmacht und SS Vergeltung für die Anschläge der Bolschewisten. Ins Visier der Truppen geraten nun die... Eine Radikalisierung aufgrund eben der Verantwortungslosigkeit der höheren Führung, die die Soldaten und Offiziere im Grunde genommen damit allein lässt, und einer Propaganda, die eben durchaus zu dieser Enthemmung beiträgt. In zahlreichen Lagern gebärden sich die deutschen Aufseher wie sadistische Herrenmenschen. Der Kommandant eines Lagers präsentiert Besuchern eine Gruppe Neuankömmlinge. Die Gefangenen müssen die Willkür der Wachen über sich ergehen lassen und sich unter der Knute ihrer Peiniger erniedrigen. Systematisch werden alle Arbeitsfähigen erfasst und verzeichnet. Bei ihrer Registrierung werden nicht nur die Fingerabdrücke der Kriegsgefangenen genommen, sie müssen sich auch in aller Öffentlichkeit komplett entkleiden. Die Beschnittenen unter ihnen werden unverzüglich als Juden identifiziert und deportiert. Auch die Essensausgabe erfolgt nach der Willkür der peitschenbewehrten Wachen. Prügel und schwere Misshandlungen sind an der Tagesordnung. Solche Zustände sind kein Einzelfall. Einige Soldaten lassen sich von ihren Kameraden dabei fotografieren, wie sie die ihnen ausgelieferten Gefangenen misshandeln, wie im Stammgefangenenlager 319 im ostpolnischen Chelm. Das war mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Kamera eingesetzt wurde, um sich ein Bild der eigenen Eroberung zu machen. Man findet auch häufiger Fotos, wo ein deutscher Wehrmachtssoldat neben einem Kriegsgefangenen dasteht und diesen Kriegsgefangenen vorführt wie eine Trophäe. Also dieses Vorführen, dieses wirklich sich demonstrieren oder auch von Toten mit diesem Hintersinn, der tut mir nichts mehr. Deshalb fotografiere ich ihn sozusagen wie so ein Amulett. Denn es gibt ja diesen Ausdruck dieser Brieftaschenfotos, eben, dass man sich immer sehr wundert, dass diese Soldaten neben den Fotos ihrer Mütter, Kinder, Ehefrauen und so weiter, also den persönlichen Fotos, auch solche Kriegsfotos, und zwar oft Hängungen, Erschießungen, direkt daneben hatten. Das wurde zum Teil immer wieder erklärt damit, dass es so einen Amulettcharakter hat. Also dieses tut mir hier nichts mehr, ich bin der Siegreiche, ich habe hier überlebt und so etwas. Das spielt eine große Rolle im demonstrativen Wahrnehmen und das für sich selbst fotografieren und damit aufbewahren, damit man das für sich als Erinnerung festhält. Trophäen spielen im Krieg und in der Gewalt immer eine sehr große Rolle, weil man etwas davon festhalten oder belegen möchte, auch dass man siegreich gewesen ist. Auch Gefühle von Überlegenheit lassen sich natürlich toll damit dokumentieren, dass man Menschen in fürchterliche Situationen bringt und sie zu einem Überfluss noch fotografiert. Also jede Situation extremer Gewalt öffnet einen Raum zum Handeln, der in normalen Situationen nicht gegeben ist. Und je nachdem, wie die Leute nun gestrickt sind oder wie die Gruppenkultur ist, werden diese gewaltoffenen Räume anders
ausgenutzt. Da kann man dann, wie bei Abu Ghraib, als geistig nicht besonders gut ausgestattete junge Frau großen Gefallen darin finden, Männer den entsetzlichsten Situationen auszusetzen. Man kann sich dabei von einem eigenen Freund filmen lassen und das irgendwie womöglich sexy finden, also auch eine sexuelle Auswertung solcher Situationen haben. Als 2003 US-Truppen im Irak einmarschierten, glaubte man an einen schnellen Sieg. Ein Jahr später ist kein Ende der Kämpfe in Sicht. 40.000 Zivilisten und mehr als 2.000 GIs sind bereits tot. Als die Folterfotos aus dem Gefängnis von Abu Ghraib auftauchen, scheint es, als seien die amerikanischen Soldaten über Nacht zu Sadisten geworden. Das ist ja die eigentlich spannende Frage, wenn wir über extreme Gewalt sprechen. An welcher Stelle fällt ein Soldat tatsächlich außer Rolle und an welcher macht er nur das, von dem er glaubt, dass es von ihm erwartet wird? Und da wird ja die Frage spannend. Also wenn man über Exzesstaten spricht, wenn man über Gewalthandlungen spricht, die eindeutig etwas jetzt mit dem persönlichen Spaß oder Vergnügen der Soldaten oder Täter im Rahmen von Einsatzgruppenmorden oder sowas spricht, dann hat man eine andere Fragestellung, als wenn man über Gewalt im Krieg spricht. Gewalt im Krieg ist aus meiner Sicht nicht erklärungsbedürftig. Im Sommer 1941 besucht SS-Chef Heinrich Himmler ein Lager mit sowjetischen Kriegsgefangenen bei Minsk. Hinter der Front ermorden die Einsatzgruppen der SS weiter hunderttausende jüdische Männer, Frauen und Kinder. Himmler plant zudem die Deportation aller europäischen Juden nach Osten. Im Herbst 1941 werden die ersten Häftlinge des Lagers Auschwitz vergast. Da hineingewoben in diese Sicherungspolitik, Millionen Kriegsgefangene haben werde. Es war klar, aus politischen Gründen wollte man sie nicht ins Reichsgebiet haben. Sie sollten im besetzten Gebiet bleiben. Man hat keine Lager für sie vorbereitet, man hat keine Verpflegung für sie bereitstellen wollen. Denn die Einschätzung ist ja gewesen, bereits bei der Planung, wir müssen, um den schnellen Vormarsch zu befördern, den Vorrang auf Treibstoff und Munition setzen. Wir können den Nachschub nicht mit übermäßig mit Verpflegung belasten. Das heißt, die Truppe muss aus dem Lande leben, wie es so heißt. Und wenn dabei zig Millionen verhungern im Lande, und das betrifft in erster Linie natürlich die Kriegsgefangenen, dann bedeutet das, dass man den Hungertod von Millionen Gefangenen billigend in Kauf nimmt. Nicht nur an Hunger und Durst sterben die sowjetischen Soldaten. Vielfach fallen sie Seuchen wie Fleckfieber und Typhus zum Opfer, die in den Lagern unkontrolliert grassieren. Die deutschen Kommandanten unternehmen nichts dagegen. Bis Kriegsende werden etwa 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene sterben. In den Lagern sind die Menschen der Willkür ihrer Aufseher auf Leben und Tod ausgeliefert. Es hängt davon ab, ob der Kommandant eines Kriegsgefangenenlagers, also nun, solche Fälle gab es ihm auch, dafür Sorge getroffen hat, dass aus den umliegenden Dörfern heraus die Gefangenen versorgt werden, oder ob er sich im schlichtweg nicht drum gekümmert hat. Ob er allein gelassen wurde mit dem Auftrag, 20.000 Gefangene nach hinten abzuführen und das mit vielleicht 20 Mann Bewachung. Und deshalb jeder, der zurückblieb, dann erschossen wurde, weil man ja nicht zulassen konnte, aus diesem Blickwinkel, dass die Kriegsgefangenen irgendwo untertauchen. Und so entwickelt sich eine Radikalisierung aufgrund eben der Verantwortungslosigkeit der höheren Führung, die Soldaten und Offiziere im Grunde genommen damit allein lässt, und einer Propaganda, die eben durchaus zu dieser Enthemmung beiträgt. In zahlreichen Lagern gebärden sich die deutschen Aufseher wie sadistische Herrenmenschen. Der Kommandant eines Lagers präsentiert Besuchern eine Gruppe Neuankömmlinge. Die Gefangenen müssen die Willkür der Wachen über sich ergehen lassen und sich unter der Knute ihrer Peiniger erniedrigen. Systematisch werden alle Arbeitsfähigen erfasst und verzeichnet. Bei ihrer Registrierung werden nicht nur die Fingerabdrücke der Kriegsgefangenen genommen, sie müssen sich auch in aller Öffentlichkeit komplett entkleiden.
Die Beschnittenen unter ihnen werden unverzüglich als Juden identifiziert und deportiert. Viele Frauen erhoffen sich von den Besatzern die Versorgung mit Lebensmitteln, den Schutz ihrer Familie oder schlicht Sicherheit vor einer Vergewaltigung durch andere Soldaten. Die Grenzen zwischen einvernehmlichen Verhältnissen und sexuellem Tauschhandel sind oft fließend. Generell gehen die Soldaten davon aus, dass sie eigentlich als Männer und insbesondere als Soldaten die quasi totale Verfügungsgewalt über die Frauen des Feindes haben. Dass die Frauen des Feindes im Falle der Eroberung eben auch eine Beute sind, eine zugestandene Beute, dass das quasi ganz normal ist. Also wenn ein Befehlshaber so etwas sagt wie alles, was wir in diesem Dorf finden, was wir jetzt erobern, um es etwas lax auszudrücken, alles, was wir hier finden, gehört euch, dann gehören die Frauen quasi automatisch dazu. Immer häufiger geschieht es in diesem Krieg, dass Soldaten Gefallen an der Zerstörung finden, ohne Mitleid mit den hingemetzelten Zivilisten, die ihnen zum Opfer fallen. Ein Oberleutnant der Luftwaffe berichtet: Es ist mein Bedürfnis geworden, Bomben zu werfen. Das prickelt einem ordentlich. Das ist ein feines Gefühl. Das ist ebenso schön, wie einen abzuschießen. Das Töten wird zum Spaß. Wir haben sehr viele Erzählungen darüber, dass Gewalt um ihrer selbst willen ausgeübt wird und die Sprecher mit großer Begeisterung ihre Erzählungen damit kommentieren. Das hat Spaß gemacht, das war ein Mordspaß, das war ein Heidenspaß und so weiter. Also große Freude dabei. Wobei man allerdings sehr stark differenzieren muss, je nachdem, um welche Waffengattung es sich handelt. Luftwaffenpiloten und Schützen haben zum Teil großen Spaß daran, einfach deswegen, weil die sehr tolle Maschinen haben und mit großer Begeisterung auch von diesen Einsätzen erzählen. Und weil die Resultate dessen, was sie tun, auch direkt sichtbar sind. Fliehende Menschen, Gruppen, in die sie reinschießen, Bomben, die sie werfen, wo sie das Resultat von oben sehen können. All solche Dinge schildern die mit großer Begeisterung. Vergleichbare Begeisterungs- und Spaßerzählungen gibt es bei der Marine sehr viel weniger und beim Heer noch viel weniger, was einfach daran liegt, dass die Perspektive auf den Krieg eine völlig andere ist. Und ihre Schilderungen des Mordens, die nun wirklich haarsträubend und abstoßend sind, unterscheiden sich von der Optik fast nicht von modernen Computerspielen, wo Leute auch hingemäht werden. Und man hat den Eindruck, dass der Technikgebrauch und die Technikfaszination und auch die Wucht dessen, was man tun kann, mit, wir erschießen heute welche, wenn sie Lust haben, können sie mitmachen, ergreifen Männer diese Gelegenheit. Und das tun nicht alle, Gott sei Dank. Es berichten auch die allermeisten nur aus zweiter Hand davon. Wobei man natürlich schwer entscheiden kann, von heute aus haben sie jetzt selber mitgeschossen oder erzählen sie das tatsächlich so. Aber selbst wenn sie mitgeschossen haben und es so erzählen, gibt es immerhin noch einen Hinweis darauf, dass das Mitschießen an sich keine allgemeine und von allen gebilligte Handlung gewesen wäre. Überall in den rückwärtigen Gebieten unterstützt die Wehrmacht das Morden der Einsatzgruppen und der ihnen zur Seite gestellten Polizeibataillone. Nicht nur Juden werden ermordet. Auch politische Gegner, Roma und Sinti und anderes im Nazi-Jargon lebensunwertes Leben. Menschen sind ohne weiteres in der Lage, dem, was sie tun, Sinn beizulegen. Insbesondere bei Aufgaben, von denen sie glauben, dass sie die erfüllen müssen, die aber ihrem eigenen zutiefst menschlichen Selbstgefühl widersprechen. Aus den Ermittlungsakten eines Reservepolizeibataillons aus Hamburg kennt man ein Zitat, wo jemand im Rahmen einer Ermittlung sagt: Ich habe mich stets bemüht und es war mir möglich, nur Kinder zu erschießen.
und als Begründung anfügt, dass er mit seinem Kameraden die Abmachung hatte, dass der nur die Mütter erschießt, sodass er sich sagen konnte, dass er die Kinder gewissermaßen erlöst, da sie ja ohne ihre Mütter nicht mehr überlebensfähig waren. Das heißt, er glaubt, dass er mit dieser Geschichte gut wegkommt. Und das glaubt er deswegen, weil er ja nicht einfach nur als Maschine gehandelt hat auf Befehl, sondern er hat diese Zwangssituation für sich so ausgelegt, dass er noch besser getötet hat, in einem moralischen Sinne, besser getötet hat als diejenigen, die nur den Befehlen gefolgt sind. Immer wieder morden die Soldaten auf Befehl. Bei Valjevo etwa wird angeordnet, für einen verwundeten Soldaten eine Gruppe von 50 willkürlich ausgewählten Zivilisten zu erschießen. Über das erlebte Grauen sprechen die Soldaten nicht. Stolz auf errungene Siege versichern sich die Männer gegenseitig ihrer Stärke. Diese Gruppe ist, wenn wir jetzt über Soldaten sprechen, nicht nur eine beliebige Anzahl von Menschen, mit denen man dieses oder jenes austauschen kann, sondern die ist in der Kampfsituation auch eine Gruppe, von deren Funktionieren mein eigenes Überleben abhängig ist und das Leben der anderen von meinem Funktionieren abhängig ist. Insofern spielt die Gruppe eine unglaublich große Rolle für das, was Leute in solchen Situationen tun und wofür sie sich vor allem entscheiden. So betrachtet ist es schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand sagt, ich mache nicht mit, jenseits des formalen Zwanges, weil ein Soldat ist erstmal nicht darauf verpflichtet. Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet Barbarossa heißt es, für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht gegen feindliche Zivilpersonen begehen, besteht kein Verfolgungszwang. Damit sind die Soldaten faktisch von allen Bindungen an Völkerrechtsnormen befreit. Vor allem bei Hausdurchsuchungen nutzen die Soldaten ihre unumschränkte Machtposition aus. Generalfeldmarschall Günther von Kluge sieht sich zu einem ausdrücklichen Befehl zur Aufrechterhaltung der Manneszucht veranlasst. Grund dafür ist die massenhafte Zunahme von Vergewaltigungen durch deutsche Soldaten. Grundsätzlich ist es ja so, dass solche gewaltoffenen Situationen, die Krieg immer bedeutet, man hat andere Handlungsmöglichkeiten, man hat andere Machtverhältnisse, man hat andere Möglichkeiten, die eigenen Interessen durchzusetzen, dass das immer eine Verlockung, eine Herausforderung für die Einzelnen ist. Man kann das vielleicht am deutlichsten an den Vergewaltigungen sehen. Vergewaltigungen sind keine militärischen Handlungen. Und schon gar nicht sind Vergewaltigungen von Zwangsarbeiterinnen militärische Handlungen. Sie werden aber in großer Zahl begangen. Und zwar einfach nur deswegen, weil die Gelegenheit dafür vorhanden ist und man ungestraft solche Dinge tun kann. Besonders gefährdet sind die Soldatinnen der Roten Armee. Sie werden von den deutschen Soldaten nicht als reguläre Kriegsgegner behandelt, sondern mit einer Mischung aus Angst und sexueller Gier betrachtet. Geraten sie in Kriegsgefangenschaft, sind die oft abfällig als Flintenweiber bezeichneten Frauen den deutschen Truppen völlig ausgeliefert. Jede dritte dokumentierte Vergewaltigung ist eine Gruppentat. Sexuelle Folter und Vergewaltigung war ein integraler Bestandteil des Krieges. Das heißt, wir finden in jedem Stadium des Kriegs und der Besatzung Belege für sexuelle Gewalttaten. Also in der Phase der Eroberung, während der Besatzungszeit, im Partisanenkampf und in den Rückzugsgefechten. Und man weiß heute, dass die allermeisten Fälle von sexuellen Gewalttaten überhaupt gar nicht zur Anzeige gekommen sind. Also da wurden nicht als Verbrechen angesehen. Es gab kein gesellschaftliches Einverständnis darüber, dass es ein Verbrechen war. Nur in Fällen, in denen es besondere Brutalität gab zum Beispiel oder in denen den Soldaten Disziplinlosigkeit nachgewiesen wurde oder nachgesagt worden ist. Unzählige, viele Nachweise und Belege dafür, dass die Wehrmacht vor allen Dingen logistisch, vor allen Dingen organisatorisch am Judenmord schon in den ersten Monaten beteiligt war, dass es über diese Frage überhaupt gar keine andere Meinung geben kann, als die, dass alle nachträglichen Beteuerungen in das Reich der Fabel verwiesen werden müssen.
Am 18. Juli 1941 erreichen die ersten deutschen Einheiten Vinica. In den folgenden Tagen besetzt die Wehrmacht die Stadt. Auch in Vinica kommt es zu Pogromen und Massenerschießungen mit Unterstützung der Wehrmacht. Bereits in den ersten Monaten der Besatzung werden in der Ukraine nach Schätzungen 850.000 Juden ermordet. Ganz normale Männer werden zu Massenmördern. Es kann eine wahnsinnige Verlockung geben, Dinge zu tun, die unter normalen Verhältnissen mit Gefängnis bestraft würden. Also es ist sowas wie ein Eskapismus, mal auszuprobieren, wie sowas geht. Der Philosoph Günther Anders hat mal von der Chance der unbestraften Unmenschlichkeit gesprochen. Und ich glaube, dass das sehr zutreffend ist. Und in solchen Situationen Krieg vielleicht auch so etwas wie eine eigene sehr hohe Gewaltbereitschaft, Gruppensituation und eine Einladung. Kommen Sie doch mal mit, wir erschießen heute welche, wenn Sie Lust haben, können Sie mitmachen. Ergreifen Männer diese Gelegenheit. Und das tun nicht alle, Gott sei Dank. Es berichten auch die allermeisten nur aus zweiter Hand davon. Wobei man natürlich schwer entscheiden kann, von heute aus haben sie jetzt selber mitgeschossen oder erzählen sie das tatsächlich so. Aber selbst wenn sie mitgeschossen haben und es so erzählen, gibt es immerhin noch einen Hinweis darauf, dass das Mitschießen an sich keine allgemeine und von allen gebilligte Handlung gewesen wäre. Überall in den rückwärtigen Gebieten unterstützt die Wehrmacht das Morden der Einsatzgruppen und der ihnen zur Seite gestellten Polizeibataillone. Nicht nur Juden werden ermordet. Auch politische Gegner, Roma und Sinti und anderes im Nazi-Jargon lebensunwertes Leben. Menschen sind ohne weiteres in der Lage, dem, was sie tun, Sinn beizulegen. Insbesondere bei Aufgaben, von denen sie glauben, dass sie die erfüllen müssen, die aber ihrem eigenen zutiefst menschlichen Selbstgefühl widersprechen. Aus den Ermittlungsakten eines Reservepolizeibataillons aus Hamburg kennt man ein Zitat. Das glaubt er deswegen, weil er ja nicht einfach nur als Maschine gehandelt hat auf Befehl, sondern er hat diese Zwangssituation für sich so ausgelegt, dass er noch besser getötet hat, in einem moralischen Sinne, besser getötet hat als diejenigen, die nur den Befehlen gefolgt sind. Immer wieder morden die Soldaten auf Befehl. Bei Valjevo etwa wird angeordnet, für einen verwundeten Soldaten eine Gruppe von 50 willkürlich ausgewählten Zivilisten zu erschießen. Über das erlebte Grauen sprechen die Soldaten nicht. Stolz auf errungene Siege versichern sich die Männer gegenseitig ihrer Stärke. Diese Gruppe ist, wenn wir jetzt über Soldaten sprechen, nicht nur eine beliebige Anzahl von Menschen, mit denen man dieses oder jenes austauschen kann, sondern die ist in der Kampfsituation auch eine Gruppe, von deren Funktionieren mein eigenes Überleben abhängig ist und das Leben der anderen von meinem Funktionieren abhängig ist. Insofern spielt die Gruppe eine unglaublich große Rolle für das, was Leute in solchen Situationen tun und wofür sie sich vor allem entscheiden. So betrachtet ist es schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand sagt, ich mache nicht mit, jenseits des formalen Zwanges, weil ein Soldat ist erstmal nicht darauf verpflichtet, seinen eigenen Entscheidungen zu folgen, sondern zunächst mal zu gehorchen. Aber dann haben sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man etwas tut, was man unter anderen Umständen aus freien Stücken niemals getan hätte. Das heißt, sich am Töten beteiligen. Und wir müssen auch hier unterscheiden, ist es dann sich beteiligen am Töten wehrloser Menschen oder ist es das professionelle Töten, was militärisch vollkommen unhinterfragbar ist, also in einer Gefechtssituation. Das sind nochmal ganz unterschiedliche Dinge. Die letzten Skrupel der Soldaten sind bereits vor Beginn des Feldzuges ausgeräumt worden. Im Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet Barbarossa heißt es: Für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht gegen feindliche Zivilpersonen begehen, besteht kein Verfolgungszwang. Damit sind die Soldaten faktisch von allen Bindungen an Völkerrechtsnormen befreit. Vor allem bei Hausdurchsuchungen nutzen die Soldaten ihre unumschränkte Machtposition aus. Generalfeldmarschall Günther von Kluge
sieht sich zu einem ausdrücklichen Befehl zur Aufrechterhaltung der Manneszucht veranlasst. Grund dafür ist die massenhafte Zunahme von Vergewaltigungen durch deutsche Soldaten. Grundsätzlich ist es ja so, dass solche gewaltoffenen Situationen, die Krieg immer bedeutet, man hat andere Handlungsmöglichkeiten, man hat andere Machtverhältnisse, man hat andere Möglichkeiten, die eigenen Interessen durchzusetzen, dass das immer eine Verlockung. Phase der Eroberung während der Besatzungszeit im Partisanenkampf und in den Rückzugsgefechten. Und man weiß heute, dass die allermeisten Fälle von sexuellen Gewalttaten überhaupt gar nicht zur Anzeige gekommen sind. Also die wurden nicht als Verbrechen angesehen. Es gab kein gesellschaftliches Einverständnis darüber, dass es ein Verbrechen war. Nur in Fällen, in denen es besondere Brutalität gab zum Beispiel oder in denen den Soldaten Disziplinlosigkeit nachgewiesen wurde oder nachgesagt worden ist. Nur in solchen Fällen kam sexuelle Gewalttaten überhaupt zur Anzeige. Selbst wenn sexuelle Gewalttaten zur Anzeige kamen und letztlich zum Beispiel auch vor ein Wehrmachtsgericht kamen, also es war durchaus so, dass der Straftatbestand im zeitgenössischen Sprachgebrauch Notzucht vor den Wehrmachtsgerichten verhandelt wurde. Selbst wenn das passierte, mussten die Soldaten nicht fürchten, eine hohe Strafe zu erhalten. Die meisten Fälle werden nicht angezeigt. Häufig werden die Opfer nach der Vergewaltigung ermordet. Dennoch kommt es teils zu einvernehmlichen Kontakten zwischen Wehrmachtssoldaten und einheimischen Frauen. Oft halten sich die Männer Wochen oder Monate lang am selben Ort auf und werden in Privathäusern einquartiert. Viele Frauen erhoffen sich von den Besatzern die Versorgung mit Lebensmitteln, den Schutz ihrer Familie oder schlicht Sicherheit vor einer Vergewaltigung durch andere Soldaten. Die Grenzen zwischen einvernehmlichen Verhältnissen und sexuellem Tauschhandel sind oft fließend. Generell gehen die Soldaten davon aus, dass sie eigentlich als Männer und insbesondere als Soldaten die quasi totale Verfügungsgewalt über die Frauen des Feindes haben. Dass die Frauen des Feindes im Falle der Eroberung eben auch eine Beute sind, eine zugestandene Beute, dass das quasi ganz normal ist. Also wenn ein Befehlshaber so etwas sagt wie alles, was wir in diesem Dorf finden, was wir jetzt erobern, um es etwas lax auszudrücken, alles, was wir hier finden, gehört euch, dann gehören die Frauen quasi automatisch dazu. Immer häufiger geschieht es in diesem Krieg, dass Soldaten Gefallen an der Zerstörung finden, ohne Mitleid mit den hingemetzelten Zivilisten, die ihnen zum Opfer fallen. Ein Oberleutnant der Luftwaffe berichtet: Es ist mir ein Bedürfnis geworden, Bomben zu werfen. Das prickelt einem ordentlich. Das ist ein feines Gefühl. Das ist ebenso schön, wie einen abzuschießen. Das Töten wird zum Spaß. Wir haben sehr viele Erzählungen darüber, dass damit allein lässt. Und einer Propaganda, die eben durchaus zu dieser Enthemmung beiträgt. In zahlreichen Lagern gebärden sich die deutschen Aufseher wie sadistische Herrenmenschen. Der Kommandant eines Lagers präsentiert Besuchern eine Gruppe Neuankömmlinge. Die Gefangenen müssen die Willkür der Wachen über sich ergehen lassen und sich unter der Knute ihrer Peiniger erniedrigen. Systematisch werden alle Arbeitsfähigen erfasst und verzeichnet. Bei ihrer Registrierung werden nicht nur die Fingerabdrücke der Kriegsgefangenen genommen, sie müssen sich auch in aller Öffentlichkeit komplett entkleiden. Die Beschnittenen unter ihnen werden unverzüglich als Juden identifiziert und deportiert. Auch die Essensausgabe erfolgt nach der Willkür der peitschenbewehrten Wachen. Prügel und schwere Misshandlungen sind an der Tagesordnung. Solche Zustände sind kein Einzelfall.
Einige Soldaten lassen sich von ihren Kameraden dabei fotografieren, wie sie die ihnen ausgelieferten Gefangenen misshandeln, wie im Stammgefangenenlager 319 im ostpolnischen Chelm. Das war mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Kamera eingesetzt wurde, um sich ein Bild der eigenen Eroberung zu machen. Man findet auch häufiger Fotos, wo ein deutscher Wehrmachtssoldat neben einem Kriegsgefangenen dasteht und diesen Kriegsgefangenen vorführt wie eine Trophäe. Also dieses Vorführen, dieses wirklich sich demonstrieren oder auch von Toten mit diesem Hintersinn, der tut mir nichts mehr. Deshalb fotografiere ich ihn sozusagen wie so ein Amulett. Denn es gibt ja diesen Ausdruck dieser Brieftaschenfotos eben, dass man sich immer sehr wundert, dass diese Soldaten neben den Fotos ihrer Mütter, Kinder, Ehefrauen und so weiter, also den persönlichen Fotos, auch solche Kriegsfotos, und zwar oft Hängungen, Erschießungen, direkt daneben hatten. Das wurde zum Teil immer wieder erklärt damit, dass es so einen Amulettcharakter hat. Also dieses tut mir hier nichts mehr, ich bin der Siegreiche, ich habe hier überlebt und so etwas. Das spielt eine große Rolle im demonstrativen Wahrnehmen und das für nationalistische Ukrainer hatten die Deutschen als Befreier willkommen geheißen. Nun fordern sie zusammen mit Offizieren von Wehrmacht und SS Vergeltung für die Anschläge der Bolschewisten. Ins Visier der Truppen geraten nun die eine Radikalisierung aufgrund eben der Verantwortungslosigkeit der höheren Führung, die die Soldaten und Offiziere im Grunde genommen damit allein lässt, und einer Propaganda, die eben durchaus zu dieser Enthemmung beiträgt. In zahlreichen Lagern gebärden sich die deutschen Aufseher wie sadistische Herrenmenschen. Der Kommandant eines Lagers präsentiert Besuchern eine Gruppe Neuankömmlinge. Die Gefangenen müssen die Willkür der Wachen über sich ergehen lassen und sich unter der Knute ihrer Peiniger erniedrigen. Systematisch werden alle Arbeitsfähigen erfasst und verzeichnet. Bei ihrer Registrierung werden nicht nur die Fingerabdrücke der Kriegsgefangenen genommen, sie müssen sich auch in aller Öffentlichkeit komplett entkleiden. Die Beschnittenen unter ihnen werden unverzüglich als Juden identifiziert und deportiert. Auch die Essensausgabe erfolgt nach der Willkür der peitschenbewehrten Wachen. Prügel und schwere Misshandlungen sind an der Tagesordnung. Solche Zustände sind kein Einzelfall. Einige Soldaten lassen sich von ihren Kameraden dabei fotografieren, wie sie die ihnen ausgelieferten Gefangenen misshandeln, wie im Stammgefangenenlager 319 im ostpolnischen Chelm. Das war mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Kamera eingesetzt wurde, um sich ein Bild der eigenen Eroberung zu machen. Man findet auch häufiger Fotos, wo ein deutscher Wehrmachtssoldat neben einem Kriegsgefangenen dasteht und diesen Kriegsgefangenen vorführt wie eine Trophäe. Also dieses Vorführen, dieses wirklich sich demonstrieren oder auch von Toten mit diesem Hintersinn, der tut mir nichts mehr. Deshalb fotografiere ich ihn sozusagen wie so ein Amulett. Denn es gibt ja diesen Ausdruck dieser Brieftaschenfotos eben, dass man sich immer sehr wundert, dass diese Soldaten Solche Zustände sind kein Einzelfall. Einige Soldaten lassen sich von ihren Kameraden dabei fotografieren, wie sie die ihnen ausgelieferten Gefangenen misshandeln, wie im Stammgefangenenlager 319 im ostpolnischen Chelm.
Das war mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Kamera eingesetzt wurde, um sich ein Bild der eigenen Eroberung zu machen. Man findet auch häufiger Fotos, wo ein deutscher Wehrmachtssoldat neben einem Kriegsgefangenen dasteht und diesen Kriegsgefangenen vorführt wie eine Trophäe. Also dieses Vorführen, dieses wirklich sich demonstrieren oder auch von Toten mit diesem Hintersinn, der tut mir nichts mehr, deshalb fotografiere ich ihn sozusagen wie so ein Amulett. Denn es gibt ja diesen Ausdruck dieser Brieftaschenfotos eben, dass man sich immer sehr wundert, dass diese Soldaten neben den Fotos ihrer Mütter, Kinder, Ehefrauen und so weiter, also den persönlichen Fotos, auch solche Kriegsfotos, und zwar oft Hängungen, Erschießungen, direkt daneben hatten. Das wurde zum Teil immer wieder erklärt damit, dass es so einen Amulettcharakter hat. Also dieses tut mir hier nichts mehr. Ich bin der Siegreiche, ich habe hier überlebt und so etwas. Das spielt eine große Rolle im demonstrativen Wahrnehmen und das für sich selbst fotografieren und damit aufbewahren, damit man das für sich als Erinnerung festhält. Trophäen spielen im Krieg und in der Gewalt immer eine sehr große Rolle, weil man etwas davon festhalten oder belegen möchte, auch dass man siegreich gewesen ist. Auch Gefühle von Überlegenheit lassen sich natürlich toll damit dokumentieren, dass man Menschen in fürchterliche Situationen bringt und sie zu einem Überfluss noch fotografiert. Also jede Situation extremer Gewalt öffnet einen Raum zum Handeln, der in normalen Situationen nicht gegeben ist. Und je nachdem, wie die Leute nun gestrickt sind oder wie die Gruppenkultur ist, werden diese gewaltoffenen Räume anders ausgenutzt. Da kann man dann, wie bei Abu Ghraib, als geistig nicht besonders gut ausgestattete junge Frau großen Gefallen darin finden, Männer den entsetzlichsten Situationen auszusetzen. Man kann sich dabei von einem eigenen Freund... Es gab zahlreiche Beispiele von Soldaten, die freiwillig an solchen Exekutionen teilgenommen haben. Fast wie bei einer Art Urlaubsausflug. Sie machten Fotos und bildeten eine Zuschauermenge. In dieser Hinsicht war die Teilhabe der Wehrmacht an den Kriegsverbrechen von beträchtlichem Ausmaß. Am 2. Juli 1941 hat die deutsche Wehrmacht die Ortschaft Zlotschow in der westlichen Ukraine besetzt. Zwei Tage später beginnen ukrainische Nationalisten einen Pogrom gegen die dort ansässigen Juden. Unter den Augen des deutschen Stadtkommandanten ermordet der Mob innerhalb von drei Tagen tausende Menschen. An den Massakern beteiligen sich Soldaten der Waffen-SS und der Wehrmacht. Andere bleiben Zuschauer. Niemand bleibt unschuldig. Dieses ganze Unternehmen Barbarossa ist ja ein arbeitsteiliger Prozess. Also das sagt schon mal sehr, sehr viel aus. Weil die deutsche Führung, die vertraut ja eigentlich nicht der Wehrmacht. Also das heißt, sie versuchen auch den Völkermord eigentlich outzusourcen, eben an die SS und an die Polizei. Dann ist es aber natürlich so, es gibt natürlich Schnittstellen zwischen der Wehrmacht und diesen Himmlers Mordkommandos. Und da sind es vor allem die Truppen in den rückwärtigen Gebieten. Also da gibt es immer wieder so Brennpunkte. Das sind die Kriegsgefangenenlager, die Ortskommandanturen, die Sicherungsdivisionen, aber auch die höheren Stäbe. Also da, die haben eigentlich am meisten Anteil am Völkermord. Die Wehrmacht gibt den Einsatzgruppen freie Hand. Die Oberbefehlshaber akzeptieren das Morden, unterstützen es teilweise auch noch aktiv und geben auf jeden Fall logistische und administrative Rückendeckung. Und dann können eigentlich diese kleinen Kommandos können tun, was sie wollen. Die Realität war, dass die Wehrmacht von den Massenerschießungen unmittelbar hinter der Front natürlich von vornherein wusste, dass sie von den Einsatzgruppen und von der Polizei, von den Polizeikräften zum Teil sehr eingehend und ausführlich informiert worden ist
und dass ohne Hilfe des Heeres, ohne Mithilfe der Wehrmacht diese Massenmorde überhaupt nicht hätten durchgeführt werden können. Es gibt so unzählige, viele Nachweise und Belege dafür, dass die Wehrmacht vor allen Dingen logistisch, vor allen Dingen organisatorisch am Judenmord schon in den ersten Monaten beteiligt war, dass es über diese Frage überhaupt gar keine andere Meinung geben kann, als die, dass alle nachträglichen Beteuerungen in das Reich der Farben. Ungewöhnliches, eine Stadt zu belagern und zur Aufgabe zu zwingen durch die Belagerung. Aber bei Leningrad war es doch anders, grundsätzlich anders, da die Belagerung Leningrads nicht primär das Ziel hatte, die Stadt zur Übergabe zu zwingen, sondern das primäre Ziel war es, die Bevölkerung dieser Stadt physisch zu vernichten. Entweder durch Aushungerung oder durch Vertreibung aus der Stadt in unwirtliche Gegenden, wo sie dann auch verhungert wären oder umgekommen wären. Also das war schon eine ganz andere Dimension. Das Belagerungsziel war ein genuin verbrecherisches und kein bestimmt genuin militärisches. Wiederholt wirft die deutsche Luftwaffe Brandbomben über der Stadt ab. Trotz frühzeitiger Rationierung der Lebensmittel leidet bald ein Großteil der Bevölkerung Hunger. Tonnenweise Mehl und Zucker verbrennen. Wochen später wird die süße Erde, in der der geschmolzene Zucker versickert ist, zu hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft. Auch an der Südfront kommt es zu schweren Kriegsverbrechen durch die Deutschen. Im Kampf um die ukrainische Hauptstadt Kiew hat die Rote Armee in verschiedenen Gebäuden Sprengsätze angebracht. Die Explosionen lösen einen Großbrand aus, der rasch um sich greift und erst nach Tagen gelöscht werden kann. Mehrere hundert Wehrmachtsangehörige kommen bei den Bränden ums Leben. Nationalistische Ukrainer hatten die Deutschen als Befreier willkommen geheißen. Nun fordern sie zusammen mit Offizieren von Wehrmacht und SS Vergeltung für die Anschläge der Bolschewisten. Ins Visier der Truppen geraten nun die jüdischen Zivilisten, vor allem Alte, Frauen und Kinder. Die Wehrmacht hat nachweislich vor allem auf höherer Ebene mit den Einsatzgruppen und den Sonderkommandos der SS kooperiert. Die 6. Armee in Kiew organisierte zum Beispiel den Abtransport der Juden nach Babi Yar zu den Massenerschießungen dort. Diesbezüglich gab es sehr enge Beziehungen zwischen den Hauptquartieren der Armee und der SS. Generalfeldmarschall Walter von Reichenau forciert die Aktion persönlich und bittet um radikales Vorgehen. Eine Herausforderung für die Einzelnen ist, man kann das vielleicht am deutlichsten an den Vergewaltigungen sehen. Vergewaltigungen sind keine militärischen Handlungen. Und schon gar nicht sind Vergewaltigungen von Zwangsarbeiterinnen militärische Handlungen. Sie werden aber in großer Zahl begangen. Und zwar einfach nur deswegen, weil die Gelegenheit dafür vorhanden ist und man ungestraft solche Dinge tun kann. Besonders gefährdet sind die Soldatinnen der Roten Armee. Sie werden von den deutschen Soldaten nicht als reguläre Kriegsgegner behandelt, sondern mit einer Mischung aus Angst und sexueller Gier betrachtet. Geraten sie in Kriegsgefangenschaft, sind die oft abfällig als Flintenweiber bezeichneten Frauen den deutschen Truppen völlig ausgeliefert. Jede dritte dokumentierte Vergewaltigung ist eine Gruppentat. Sie
Sexuelle Folter und Vergewaltigung war ein integraler Bestandteil des Krieges. Das heißt, wir finden in jedem Stadium des Kriegs und der Besatzung Belege für sexuelle Gewalttaten. Also in der Phase der Eroberung, während der Besatzungszeit, im Partisanenkampf und in den Rückzugsgefechten. Und man weiß heute, dass die allermeisten Fälle von sexuellen Gewalttaten überhaupt gar nicht zur Anzeige gekommen sind. Also die wurden nicht als Verbrechen angesehen. Es gab kein gesellschaftliches Einverständnis darüber, dass es ein Verbrechen war. Nur in Fällen, in denen es besondere Brutalität gab zum Beispiel oder in denen den Soldaten Disziplinlosigkeit nachgewiesen wurde oder nachgesagt worden ist. Nur in solchen Fällen kam sexuelle Gewalttaten überhaupt zur Anzeige. Selbst wenn sexuelle Gewalttaten zur Anzeige kamen und letztlich zum Beispiel auch vor ein Wehrmachtsgericht kamen, also es war durchaus so, dass der Straftatbestand im zeitgenössischen Sprachgebrauch Notzucht vor den Wehrmachtsgerichten verhandelt wurde, selbst wenn das passierte, mussten die Soldaten nicht fürchten, eine hohe Strafe zu erhalten. Die meisten Fälle werden nicht angezeigt. Häufig werden die Opfer nach der Vergewaltigung ermordet. Dennoch kommt es teils zu einvernehmlichen. Riesige Gebiet, für das man nicht genügend Polizeikräfte hat, dadurch zu sichern, dass man Angst und Schrecken verbreitet. Da hinein ist nun auch die Entscheidung Hitlers verwoben, diesen Krieg zu nutzen, um eben eine, wie es in der Sprache der Nazis heißt, Endlösung der Judenfrage zu organisieren, indem man zunächst also die jüdischen Männer einer bestimmten Altersgruppe ermordet als vermeintliche Träger. Ukraine nach Schätzungen 850.000 Juden ermordet. Ganz normale Männer werden zu Massenmördern. Es kann eine wahnsinnige Verlockung geben, Dinge zu tun, die unter normalen Verhältnissen mit Gefängnis bestraft würden. Also es ist sowas wie ein Eskapismus, mal auszuprobieren, wie sowas geht. Der Philosoph Günther Anders hat mal von der Chance der unbestraften Unmenschlichkeit gesprochen. Und ich glaube, dass das sehr zutreffend ist. Und in solchen Situationen Krieg vielleicht auch so etwas wie eine eigene sehr hohe Gewaltbereitschaft, Gruppensituation und eine Einladung. Kommen Sie doch mal mit, wir erschießen heute welche, wenn Sie Lust haben, können Sie mitmachen. Ergreifen Männer diese Gelegenheit? Und das tun nicht alle, Gott sei Dank. Es berichten auch die allermeisten nur aus zweiter Hand davon. Wobei man natürlich schwer entscheiden kann, von heute aus haben Sie jetzt selber mitgeschossen. Oder erzählen Sie das tatsächlich so? Aber selbst wenn Sie mitgeschossen haben und es so erzählen, gibt es immerhin noch einen Hinweis darauf, dass das Mitschießen an sich keine allgemeine und von allen gebilligte Handlung gewesen wäre. Überall in den rückwärtigen Gebieten unterstützt die Wehrmacht das Morden der Einsatzgruppen und der ihnen zur Seite gestellten Polizeibataillone. Nicht nur Juden werden ermordet. Auch politische Gegner, Roma und Sinti und anderes im Nazi-Jargon lebensunwertes Leben. Menschen sind ohne weiteres in der Lage, dem, was sie tun, Sinn beizulegen. Insbesondere bei Aufgaben, von denen sie glauben, dass sie die erfüllen müssen, die aber ihrem eigenen zutiefst menschlichen Selbstgefühl widersprechen. Aus den Ermittlungsakten eines Reservepolizeibataillons aus Hamburg kennt man ein Zitat, wo jemand im Rahmen einer Ermittlung sagt, ich habe mich stets bemüht und es war mir möglich, nur Kinder zu erschießen. Und als Begründung anfügt, dass er mit seinem Kameraden die Abmachung hatte, dass der nur die Mütter erschießt, sodass er sich sagen konnte, dass er die Kinder gewissermaßen erlöst, da sie ja ohne ihre Mütter nicht mehr überlebensfähig waren. Das heißt, er glaubt, dass er mit dieser Geschichte gut wegkommt. Und das glaubt er deswegen, weil er ja nicht einfach nur als Maschine gehandelt hat auf Befehl, sondern er hat diese Zwangssituation für sich so ausgelegt, dass er noch besser getötet hat, in einem moralischen Sinne, besser getötet hat als diejenigen, die nur den Befehlen gefolgt sind. Immer wieder morden die Soldaten auf Befehl. Bei Valjevo etwa wird angeordnet, auch diejenigen ins Visier zu nehmen, die keine Kombattanten sind.
Diese Bereitschaft, diese Brutalisierung, diese Selbstbrutalisierung hat sehr, sehr viele Ursachen. 1941 überfielen die Deutschen die Sowjetunion. Es kam zu bestialischen Verbrechen. Was setzt bei Soldaten Mordlust frei? Sehr viele Menschen haben einen sehr großen Spaß daran, Gewalt anzuwenden, das zu tun. Vor allem Frauen werden Opfer solcher Exzesse. Sexuelle Gewalt wurde Mitte des 20. Jahrhunderts als normaler, quasi unvermeidlicher Teil des Krieges gesehen. Im Krieg bricht das Dunkelste im Menschen hervor. Extreme Gewalt gegen Zivilbevölkerung, extreme Gewalt gegen Gegner, Exzesse oder ritualisierte Gewalt, alles dieses findet in allen modernen Kriegen statt. Dennoch gibt es ihn bis heute, den Mythos vom sauberen Krieg. Am 27. August kommt Hitler zu einem Truppenbesuch in die Ukraine. In der Nähe der blutig eroberten Stadt Uman ist ein Feldflughafen errichtet worden. Hier wird der Diktator begeistert begrüßt. Trotz der bisher erlittenen hohen Anzahl von Verlusten und Verwundeten feiern die Wehrmachtssoldaten ihren Führer noch immer frenetisch. Moskau ist nur noch 400 Kilometer entfernt. Die Soldaten sind überzeugt, dass der Krieg schon bald gewonnen sein wird. Auch der italienische Diktator Benito Mussolini ist angereist, um sich persönlich vom Fortgang des Feldzugs zu überzeugen, an dem auch seine Truppen beteiligt sind. Hitler teilt dem überraschten Mussolini mit, dass der Vormarsch auf Moskau zurzeit keine Priorität mehr habe. Hitler war jemand, der besessen war von Symbolen. Und für ihn war es wichtig, Leningrad als die Wiege des Bolschewismus zu zerstören. Er meinte, wenn ihm das gelänge, würde die Sowjetunion alle Hoffnung verlieren. Aber vielleicht hatte er auch eine abergläubische Furcht, denselben Weg zu gehen wie Napoleon, so als müsse er dem Fluch der Geschichte entgehen, selbst in einer Art napoleonischen Rückzug vor Moskau zu scheitern. All das spielte eine Rolle. Aber die meisten werden mit mir übereinstimmen, dass er damit einen kapitalen Fehler machte. Noch im Fallen drückt Fotograf Namir auf den Auslöser seiner Kamera und macht die letzte Aufnahme seines Lebens. Reuters Kollege Said überlebt die ersten Schüsse. Wer von wo geschossen hat, wissen nur die Angreifer. Für die Piloten des Kampfhubschraubers Apache spielt sich der Krieg zumeist in einer entfernten und virtuellen Welt ab. Die Ziele werden aus großer Distanz erfasst. Das Prinzip nennt sich Fire and Forget, Schießen und Vergessen. Aus dem Cockpit betrachtet ist der Tod schwarz-weiß. Nach dem Angriff versucht der Reuters-Journalist Said, anscheinend schwer verletzt, sich in Sicherheit zu bringen. Eine offensichtliche Gefahr geht von ihm nicht aus. Während Said um sein Leben kämpft, warten die Piloten in sicherer Entfernung auf eine weitere Schussgelegenheit. Plötzlich biegt ein Minibus um die Ecke. Personen eilen dem Verletzten zu Hilfe. Die Helfer hören die Kampfhubschrauber nicht. Auf den Vordersitzen im Wagen und nicht zu erkennen, die Kinder Sayat und Duaha.
Ihr Vater wollte sie eigentlich wie jeden Tag in die Schule fahren. Come on, let us shoot. A Bushmaster, Crazy Horse 1A. You're taking him. Bushmaster, Crazy Horse 1A. It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the bodies. Fuck. Request permission to engage. Bushmaster 7, roger. This is Bushmaster 7, roger, engage. 1A, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. Orange. Mehrere hundert Schuss später sind die Jagdszenen beendet. Die US-Soldaten beglückwünschen sich. Sie ist als Endlösung der Judenfrage zu organisieren, indem man zunächst also die jüdischen Männer einer bestimmten Altersgruppe ermordet als vermeintliche Träger eines möglichen Partisanenkrieges von Widerstand. Und dann eine Radikalisierung, die dann stattgefunden hat im August, September, wo dann eben auch Frauen und Kinder systematisch ermordet worden sind und wo diese ganze furchtbare Spirale des Holocaust dann in Gang kommt. Die Wehrmacht beteiligt sich an den Grausamkeiten der deutschen Mordkommandos. Es gab zahlreiche Beispiele von Soldaten, die freiwillig an solchen Exekutionen teilgenommen haben. Fast wie bei einer Art Urlaubsausflug. Sie machten Fotos und bildeten eine Zuschauermenge. In dieser Hinsicht war die Teilhabe der Wehrmacht an den Kriegsverbrechen von beträchtlichem Ausmaß. Am 2. Juli 1941 hat die deutsche Wehrmacht die Ortschaft Zlotschow in der westlichen Ukraine besetzt. Zwei Tage später beginnen ukrainische Nationalisten einen Pogrom gegen die dort ansässigen Juden. Unter den Augen des deutschen Stadtkommandanten ermordet der Mob innerhalb von drei Tagen tausende Menschen. An den Massakern beteiligen sich Soldaten der Waffen-SS und der Wehrmacht. Andere bleiben Zuschauer. Niemand bleibt unschuldig. Dieses ganze Unternehmen Barbarossa ist ja ein arbeitsteiliger Prozess. Also das sagt schon mal sehr, sehr viel aus. Weil die deutsche Führung, die vertraut ja eigentlich nicht der Wehrmacht. Also das heißt, sie versuchen auch den Völkermord eigentlich outzusourcen, eben an die SS und an die Polizei. Dann ist es aber natürlich so, es gibt natürlich Schnittstellen zwischen der Wehrmacht und diesen Himmlers Mordkommandos. Und da sind es vor allem die Truppen in den rückwärtigen Gebieten. Also da gibt es immer wieder so Brennpunkte. Das sind die Kriegsgefangenenlager, die Ortskommandanturen, die Sicherungsdivisionen, aber auch die höheren Stäbe. Also da, die haben eigentlich am meisten Anteil am Völkermord. Die Wehrmacht gibt den Einsatzgruppen freie Hand. Die Oberbefehlshaber akzeptieren das Morden, unterstützen es teilweise auch noch aktiv und geben auf jeden Fall logistische und administrative Rückendeckung. Und dann können eigentlich diese kleinen Kommandos können tun, was sie wollen. Die Realität war, dass die Wehrmacht von den Massenerschießungen unmittelbar hinter der Front natürlich von vornherein wusste, dass sie von den Einsatzgruppen und von der Polizei, von den Polizeikräften,